du hier, unser Ball für die Halbzeitshow, der ist wirklich dreimal so gut, ne? Oh, jetzt gibt's erstmal noch. Wir werden es wahrscheinlich nicht drauf haben, aber der Schiedsrichter singt bereits die Hymne. Gibt es noch mal kurze Einweisungen? Hättest du doch Sonnencreme mitnehmen müssen, ne? Ist ja wirklich richtig schön heute. Mann! Ich habe noch eine Regenjacke mit und noch eine Jacke und noch eine Hose. Oh ja, es geht los. So, und Greg, beim Anstoß. Kann losgehen. Ich lasse uns die Spieluhr mitlaufen. Ja, das ist gut. Und Anpfiff. Partie läuft. Ja, wir sehen, dass tatsächlich Marcel in die Innenverteidigung gerückt ist. Er macht außen sonst einen super Job. Na, das finde ich aber schon heute ganz gut. Heute in der wichtigen Zentrale, neben Daniel. Vladi auf rechts außen. Ja. Und wir sehen, dass Danny auch in der Zentrale aufläuft und Marco ein Stück nach vorne gerutscht ist. Hier unten sehen wir Marc schön frei. Das ist die Aufregung, das ist ganz normal. So, Martin Wendelmuth, linker Verteidiger hinten. Übernimmt dann die Position von Marcel. Und erstmal clever abgelaufen, ne? Siehst du? Wackelt alles ein bisschen, aber ich hoffe mal. Ja, das macht nichts. Marcel hat da irgendwie Anti-Shake oder sowas, wa? Seine Frau hat ein ruhigeres Händchen, sie fiebert nicht so mit wie wir. Ja, das kann sein. Bin auch richtig aufgeregt. Langer Ball. Langer Ball auf Greg gesucht. Aber, ja, das ist eine Option. Da ist Greg immer gefährlich. Und sofort wird angelaufen. Mit zwei Mann. So, jetzt gucken wir mal, ob Friedrichshain auch so... Hier ist Greg übrigens immer am gefährlichsten. Ja, das stimmt. So, gleich Druck machen. Gleich Druck machen. Vladi hat ihn. Sehr gut. Ja, Ballbesitz ist schon mal da für Caro. Ja, clever. Oh, super gemacht von Marc. Ja, genau. Torwart sieht, dass Marco sich vor ihm... Ah, okay. Da hätten sie früher die Option suchen können, rauszuspielen. Oh, da kann er eigentlich nicht an. Einmal an der Torlinie, das darf nicht sein. Ball rein. Oh, jo, jo, jo. Und die erste Ecke im Spiel. Das sind so Sachen, das ist unnötig, diese Ecke. Das musste nicht sein. Der Einwurf an sich schon, ne? Und dann wurde der Spieler nicht klar genug gedeckt. Und daraus entsteht eine Ecke. Den kann er Tobi lassen. Ich meine, wir beschweren uns vielleicht irgendwann, dass wir ein Tor kriegen aus einer Eckensituation. Aber die Frage ist ja, wie ist die Ecke entstanden? Manchmal durch so einen Quatsch, ne? War alles andere als erforderlich. So, jetzt gucken wir, wie sich aufgestellt wird.
Die Innenverteidiger bleiben konstant an der Mittellinie stehen. Oh, und frei zum Schuss, ne? Das ist so. Da muss man früher da sein. Da fehlt ein Rechtsaußen. Ja, Till haben wir analysiert. Wo spielt er denn eigentlich? Spielt er zentral? Er spielt zentral, ne? Till Marc spielt zentral, ganz genau. Also eigentlich. Also bei Till und Danny, man muss jetzt dazu sagen, dass die beiden natürlich auch in der Halle zusammenspielen. Ja. Also sich auf engstem Raum spielerisch also kennen. Das stimmt. Der eine weiß, was der andere denkt. In dem Moment, wo er es noch gar nicht denkt. So denkt man. Ja, das ist immer gut, wenn man sowas hat. Ne? Der eine denkt, der andere spielt. So muss es sein. So, wieder langer Ball. Vorne. Marco da. Okay. Knapp. Aber schön. Und also, wir sind schon gleich vorne präsent. Caro macht gar nicht klein, klein heute. Lange Bälle, das soll heute zum Ziel führen. Gleich draufgehen. Aber wir kennen es vom SV Caro, die ersten Minuten sind stark. Also in der ersten Viertelstunde ist Caro immer gefährlich. So, guck mal, das haben wir auch besprochen jetzt hier. Ne? Er sagt langer Ball, jetzt müsste sich die Mannschaft eigentlich schon längst, ja. Diesmal lässt er sich wirklich auch Zeit. Guck mal, super. Die Innenverteidiger kommen mal mit vor, sehr gut, genau so muss es sein. Nicht die ersten Bälle, den zweiten Ball, den wollen wir haben. Und da ist er. Da hast du auch gesehen, Marcel, der Kopfball, perfekt. Da ist er auch wirklich stark im Kopfballspiel. Druck gemacht, hat keine Station und jetzt ist er da. Schade, jetzt hätte er Greg schicken können. Aber kriegt dann, wenn er jetzt reinbringen kann, ja, da ist er, da ist zu Greg, jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Martin. Oh. Ein Pressschlag. Aber der Ball ist noch heiß. Und zum Einwurf geklärt. So, Standards. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass der SV Caro Standards inzwischen auch trainiert und da schon sein Niveau deutlich hochschrauben konnte. Und hintenrum, guck mal. Wir wollen wirklich den Ball auch halten, ne? Körper vor, super. Das kann er sehr gut. So, bin ich mal gespannt, wer heute die Freistöße schießt. Daniel geht jetzt immer vor, ne? Genau, jetzt wird es interessant. Jetzt müsste hinten Martin mit absichern. Hier ist die Lücke relativ groß. Also ich sag jetzt kommt er rein, jetzt kommt er rein. Bei Freistößen, da zählt eigentlich nichts anderes außer Daniel suchen und finden. Genau. So, Danny macht ihn heute. Und Greg den schnellsten. Guck mal, Daniel läuft ein. Ein bisschen zu kurz. Das ist der zweite Ball, da muss er Daniel, Daniel hat ihn. Daniel holt ihn sich. Und ja, da kommt er rein, Komm direkt, komm direg. Oh. Und jetzt direkt drauf. Oh, ah, das schießt. Ein bisschen Pass, ein bisschen Schuss. Caro jetzt mal mit einer Druckphase gleich zu Beginn. Ja, kann ganz sauber annehmen. Also musst du sauber klatschen. Oh. Da hat er Glück. Ah, das ist natürlich blöd. Der Ball wäre weg gewesen. Oh, aber es gibt doch Freistoß für uns. Ne? Hat Stange Glück. So, Danny spielt wieder. So, warte. Und da hinten läuft er jetzt ein, der Daniel. Ich kann eigentlich nur auf Daniel raufhalten, ja, pass auf. Sein Laufweg ist auch manchmal interessant. Aber das ist so kommt nicht an. Flach. Und? Flanke kommt nicht rein. Freistoß nicht gut getreten. So, jetzt darfst du nicht verlieren, genau. So, wenig Bewegung. Ja, da ist er alleine. Und in Fuß muss er auch geworfen werden. Das geht natürlich nicht, ja. Einfach so in. Aber ja. Greg holt gut. Sich wieder. Also Courtney hat ihn geholt. Greg ist gut drauf heute. Schöner Seitenwechsel. Vladi sehr erfahren. Guck mal, das ist auch wirklich, das ist Vladi. Ne? Jetzt sehen wir, wie Daniel hinten schön den Libero macht. Lothar Matthäus wäre stolz. Also bis jetzt ist es ein ganz klares Spiel. Ne? Guck mal, wir wollen den Ball halten. Hohe Druckphase. Jetzt müssen wir clever spielen, clever. Punkt zur Not so, genau. Wir gucken, Friedrichshain sammelt sich vorne gerne mit Dreierkette. Dadurch fehlt natürlich einer hinten. Viererkette hinten steht jetzt wieder. Vierer in der Mitte. Jetzt sieht man so schön das 4-4-2 des Gegners. So, super. Ah, wenn er den sauber annimmt, dann hat er wirklich eine gute Position. Trotzdem genug Räume. Guck mal, Till, ne? Das macht er super. Also Sechser kann er wirklich gut spielen. Er scheint sich da zentral sehr wohl zu fühlen. Unnötiger Ball, schön super mit hinten gut, gearbeitet. Aber der passt dann, ne? Gut, aber den jetzt, sind sie, jetzt sind sie zu zweit. Ah. Ja, den muss Tobi retten. Na, das da, ist muss, ist da muss Marco dranbleiben. Das ist schade, ne? Eigentlich war das ein Ball für uns und ein bisschen verschenkt. Wenn Marco noch den Schritt geht und den Tobi entgegenspielt. Der Stürmer hat den Ball fast aufgegeben, bis er dann wieder frei lag.
sehen wir. Bodo klettert. Okay, Daniel. So, jetzt muss er mal Tempo aufnehmen. Jetzt muss er Tempo aufnehmen. Tempo, Tempo, Tempo. Er muss Marc sehen. Er muss Marc sehen. Nein. 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 Da muss er zum Marc rausspielen. Oh, super Pass. Super Pass. Oh, Riesenglück. Pfosten. Ja, wie so oft, es fing an mit eigenem Ballbesitz, ne? Ball verschenkt. Und dann der Konter. Und dann standen wir offen. Ne? Da war auch das Stellungsspiel jetzt von Marcel nicht optimal. Er stand zu weit vorne, das war wahnsinnig optimal gestaffelt. Aber er spielt ja noch nicht jeden Tag dort. Ne? Das kann passieren. Ne? Jetzt ist gut. Das ist mal was. Und das macht Marc jetzt auch richtig gut, dass er jetzt abbricht öfter mal. Ne? Guck mal. Wir bleiben im Ballbesitz und der Gegner hat keine Möglichkeit an den Ball zu kommen. Ja, weil auch er gerne nach vorne gestochen hat. Und dann der unnötige Ballverlust gleich vorne. Guck mal, das ist wirklich, wir versuchen die Bälle zu halten. Das super. Und dann langer Ball, sehr gut. Sehr gut. Zweiter Ball gewonnen. Nicht klar genug von Till. Hergeschenkt, aber sie sind da. Sie sind da, schade. Also Caro ist wach. Ja, also Einsatz mangelt es nicht. Was eigentlich mit dir? Wo siehst du dich denn in der Mannschaft hier? Wenn du jetzt schon spielberechtigt wärst, wo würdest du am liebsten spielen? Wer wäre der Nebenmann? Für die Zentrale fehlt mir noch die Ruhe am Ball. Von daher glaube ich, der Flügel absolut eine Option. Tendenziell vielleicht auch noch vorne. Wir hätten mit Greg einfach neben Greg mit mir einen zweiten Mann, der vorne Unruhe stiften kann. Der die Viererkette hinten einfach ablenkt und dann wichtige zentrale Leute, ne, wie Patty, wie Danny, dass die dann durchlaufen. Oh, ihr spielt nicht weiter. Und? Sehr gut. Jetzt haben wir mal eine Chance. Danny auf dem Flügel. Na, der passt mal auch nicht optimal. Da hat er Platz. Da können wir erstmal annehmen. Ja, was mir jetzt auffällt, ist zum Beispiel Marco. Ne? Der bleibt da vorne stehen. Ist jetzt der Spieler, der nicht mitmacht. Ne? Mhm. Gut, aber Courtney macht ein sehr gutes taktisches Foul, sehr wichtiges. Ja, Marco, jetzt muss er aber langsam mal hinterherkommen. Jetzt ist er wieder jetzt, da. Jetzt kommt er geflitzt. Also eine kurze Auszeit war das da von Marco. Konnte er gerade nicht. Bisschen früh für eine Verschnaufpause. Zwei, drei Antritte hatte er ja schon. Die erste Ermüdungserscheinung. Was sagt die Minute? Oh, Daniel, das ist wieder stark. Ne? Wir haben einen Ausball. Augenblick, du übernimmst. Wir befinden uns in der 11. Spielminute. 11. Minute und wir sehen schon die ersten Spieler pusten. Also, na gut, wir haben auch die ganze Zeit den Ball. Ne? Also ja so. Fazit nach den ersten 10 Minuten. Caro macht Druck, behauptet den Ball und Friedrichshain lauert auf Konter und Ballfehler. Ja, Daniel, sehr gut, da muss einer hin. Vladi ist da, sehr gut. Und jetzt wieder mal eine Chance zu kontern im eigenen Stadion. Jetzt nur nicht zu hastig, er spielt häufig zu hastig. Kriegt er. Und das ist natürlich schwierig, aber Till hat. Jetzt clever spielen. Genau, wir spielen weiter. Genau, Ball halten, sehr gut. Friedrichshain sortiert sich gut, ne? Sie wissen natürlich. Wir sehen, dass Caro hinten gut mit Dreierkette steht. Jetzt rückt Martin wieder mit ein. Jetzt links hat er Platz, da könnte er ein bisschen gehen. Ja. Gut gesehen, Seitenwechsel. Da könnte er ein bisschen gehen. Jetzt muss nur die ganze Mannschaft drüber schieben. Marco sich anbieten, geht okay. Über die Mitte. Sie spielen nochmal hin rum. So, Vladi. Rücken nicht zum Gegner. Das ist gut. Das ist stark. Drei Mann. Gegner in die Ecke gelenkt. Mit einem Pass ausgeschaltet. Super. Ja. So. Danny mit Dribbling. Und vorne steht er. Ja, abseits. Ja, es ist abseits. Von hier oben leider sehr gut zu erkennen. Ja. Brauchen wir keine Zeitlupe. Den haben wir gerochen. Aber siehst du auch, der Schiedsrichter, der macht wirklich in einer wirklich erfahrenen Ruhe. In einer Abgeklärtheit, ja. Wie es einfach in der Liga auch nicht selbstverständlich ist. Wirklich gut. So, von dort hinten. Guck mal, sie müssten ja eigentlich hinten rausspielen, ne? Aber sie schlagen einen langen Ball, das ist natürlich. Deswegen stehen sie nicht so weit oben in der Tabelle, würde ich sagen. Sie lauern auf den zweiten Ball, den kriegen sie aber. Ja, ist jetzt nicht so meine Spielphilosophie, ne? Du hast die Möglichkeit, hinten rauszuspielen und dann drischen da vorne rein. Viel Glück damit. Also, das ist so. Aber immer gefährlich, oder? Also, sie kommen zum Abschluss. Also, auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel etwas, was ich über ein Vierteljahr bestimmt lernen musste, auf den zweiten Ball zu gehen. Sonst bin ich immer auf den ersten gegangen. Okay. Hat da
Das hat Greg, oder besser gesagt, Tobi hat jetzt in den letzten Spielen häufiger versucht, Greg einfach mal lang zu schicken. Mhm. Und seine Abstöße werden auch ein bisschen genauer. Ist eine Option, ne? Ja, man muss sagen, läuferisch scheitert es bei Greg ja nicht. Aber der Ball muss realistisch kommen. Ne? Und dann braucht er Unterstützung. Oh, die Pässe sind aber immer gefährlich, ne? Die sie da in die Spitze spielen. Ja, und da muss er schon den Einwurf klären. Und sie spielen ihn auf den Elfer. Also, wie du gesagt hast, ne? Ist das tatsächlich der Mann? Ja, man soll ihm seinen Namen vielleicht nicht ansehen. Vielleicht. Vielleicht. Bin da sehr neutral. Ja, die Ecke ist jetzt nicht so ganz drauf, ne, im Bild, aber gleich müsste der Ball wieder eingeflogen kommen. Die Verteidiger ein weiterer Einwurf. Sie lassen ihre Innenverteidiger bloß hinten, der Rest orientiert sich nach vorne. Oh. So, und in die Gegenrichtung. So, jetzt gucken wir mal zentral. Danny wartet auf den Ball, erwartet, er kriegt ihn in den Fuß. Sehr gut. So haben wir es trainiert. Und da ist er. Ja, ein schöner Doppelpass. Super. Ja, und Marco steht. Seite gewechselt. Ja, Marco, ja, der lauert häufig da am Abseits. Ne? Das ist ja eigentlich nicht so schlecht. Ja, das ist, aber da muss was bei rumkommen. Das ist jetzt. Na ja. So, und jetzt hat Martin ein bisschen Platz. Zu überhastet. So, sie haben wieder Überzahl, sie schlagen ihn lang. Also das kann man schon erkennen, die schlagen ihn immer lang. Genau, und wir sehen hinten 6 Mann, jetzt 8 Mann im roten. Da muss aber einer hin. Daniel hat ihn. Zu zweit holen sie sich runter. Funktioniert auch. Das war ein bisschen zu viel. Zu dritt müssen sie ihn dann rausnehmen. Und gleich wieder weg, ne? Und gleich wieder in die Mitte geschlagen. Oh, jetzt. Und links läuft da. Marc muss aufmerksam sein. Na, besser ein Zweikampf. Ah, sicher. Fuß zwischen. Ballannahme bei Friedrichshain. Und jetzt Konter. Jetzt ein Konter. Greg läuft. Ah, Greg läuft aber auch immer in den Raum, ne? Er läuft natürlich nicht in den Mann. Jetzt wird es nochmal. Clever gemacht von Marcel. Clever gemacht. So, Tobi möchte natürlich auch den langen Ball schlagen. Also mir fällt gerade auf, das Einzige, was heute fehlt, ist Langeweile. Siehst du? Du hast einen langen Ball geschlagen, Tobi macht es immer präziser und wir kriegen da vorne jetzt den Einwurf. Also das war am Anfang der Saison oder letzte Saison noch nicht so, dass er so präzise kam. Da hat er sie ins Ausgeschlagen. Die Abschläge, davon haben wir da nicht die so Abschläge kamen wie ein Punt doch relativ weit vorne über die Auslinie. Courtney darf nicht verlieren, Danny holt ihn sich zurück. Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Danke, ich bin beschäftigt. Sonst gerne. Zweikampf? Er pfeift aber. Na gut, das ist natürlich. Er gibt den für Friedrichshain. Ja, man hört auch die Kommandos hinten von Daniel, das finde ich gut. Genau, Kommunikation. Habe ich ein bisschen vermisst in den letzten Spielen, ne? Dass Daniel so richtig mal was sagt. Ne? Caro war auch sehr ruhig in vielen Spielen. Da fehlt es eben Kommandos. Die müssen überall zu hören sein. Heute ist die Kommunikation da. Lang auf den Elfer. Martin. Moment. Sehr ideenlos. Ball ist weg. Moment. Das reicht halt, um nach vorne zu kommen. So. So, wir haben Abstoß für Caro. Greg lauert, löst sich so ein bisschen von seinem Gegner, ohne es zu offensichtlich zu machen. Und jetzt kommt der Ball ins Spiel. Kommt leider nicht durch zu Greg. Ich sehe gerade, dass du übrigens vorhin recht hattest. Mir ist gerade die offizielle Aufstellung zugeschickt worden. Ja. Es ist tatsächlich ein 4-2-3-1. Ja. Danny macht den Zehner, Greg den Mittelstürmer. Courtney und Till machen die beiden Sechser. Hm. Wobei Courtney dafür sehr hoch steht. Ne? Wenn du jetzt mal guckst, er schon wieder. Er spielt gerne selber Zehner. Und Danny macht dafür den Sechser und holt sich die Bälle. Aber gut, das kann man ja machen. Ja, man muss jetzt natürlich für die, die nicht jedes Spiel gesehen haben, 4-2-3-1 für Caro insofern was Besonderes, weil mal weg vom 4-4-2, ne? Genau, das stimmt, da hast du recht. Ich meine, ich weiß nicht, wie der Trainer das in der Kabine angemalt hat, das wird sicherlich wieder ein 4-4-2 gewesen sein. Nee, es ist... Ja? Haben wir das Foto da? Wir haben das Foto da. Okay, also das wäre natürlich dann wirklich das erste Mal. Ne? Das ist natürlich unfair, sowas für mich zu behalten. Oh, Greg hat es versucht, es ist rutschig heute. Wir warten mal auf die nächste Aussituation, dann zeigen wir mal die offizielle Aufstellung von Caro. So, hier passiert jetzt erstmal nicht so viel. Na, spiel mal ein. Hinten der ruhige Aufspiel. Sieht man das? Uff. Nicht so wirklich, ne? Warte mal. Ja, haben wir es.
Trainer kann malen, das steht schon mal fest. Kunst, 1 minus. Genau. So, weiter zum Spiel. So, ersten 17 Minuten sind rum. Noch genug Zeit. Ist auch noch Ruhe im Spiel. Noch wird keiner hektisch. So, jetzt hat ein Greg mal. So wie ein Brauch. Pass mal auf. Ah, gut verteidigt aber. Also sind die Beine des Gegners einfach länger, sonst wird dann gut behauptet. Also sie stehen auch alle wirklich hinterm Ball, ne? Also sie wissen schon, dass sie verteidigen müssen, ansonsten. Ja, sehr schön, sehr schön. Übergeben hier. Na, jetzt ist er weg. Hol wieder! Ja? Ja, schade. Ja, wir machen weiter Druck. Genau. Jetzt ist in der Mitte Platz. Der Elfer wird gesucht. Komm, nimm ihn runter. Sehr gut. Ja, da vielleicht mal eher behaupten, anstatt ihn gleich wegzuspitzen, aber er kriegt ja wieder. Max Passspiel läuft noch unrund. Und wir hoffen, dass sich das jetzt in den nächsten Minuten dann auch einspielt. Spiel mal ruhig die Linie runter. Schade. Greg und Marco stehen Greg, links. Greg hatten jetzt mal. Oh, das hat geknallt. Das hat schön geknallt. Das hat richtig schön geknallt. Ja, holt er voll aus zum Schuss, wa? Uiuiui. Gibt uns Zeit für ein erstes Fazit. Deine Meinung zum Stellungsspiel? Ja, also schon auf jeden Fall stark verbessert zu den Spielen davor und zur letzten Saison. Also man sieht es ja, es kommt jetzt hier erstmal keine große Gefahr auf. Sie stehen auch ruhiger. Und wir haben mehr den Ball. Wenn wir den Ball haben, kann ja nicht so viel passieren. Ins Basenschwein. Mhm. Genau. Wir haben den Ball häufiger, wir behaupten ihn auch häufiger und geben ihn einfach nicht mehr so schnell her. So, und langer Ball. Guck mal, die ersten 30 Meter sind erstmal nur überbrückt da ist ja gar nichts. Also sie sind mal von dem 2-7-Greg-System endlich weg. Hm. Ja, den Ball kriegt er ja wohl. Und da gibt's Abstoß. Ja, das machen sie schon clever hinten, ne? Auch da bleibt Herr Ott ganz entspannt, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Steht auch gut. Ach, was gab's abseits? Nee, das war ein Foulspiel. Ach, ein Foulspiel. Das war ein Foulspiel, ein Offensivfoul. Aber eindeutig zu erkennen. Bisschen gestochert. Nicht brutal, nicht unsportlich. Sagen wir ungeduldig. Oh, jetzt Ball verloren. Unnötig auch wieder. Ja, da muss man jetzt früher rauf. Verteidigung ist da. Findet den Raum. Tobi. Und Tobi, super gehalten. Im Nachfassen aber erst, ne? Ja, das wäre ein Geschenk gewesen. Ja, jetzt erst richtig geprüft. Bei dem Aluminium vorhin relativ unbeteiligt. Jetzt haben wir so, und Greg kriegt ihn. Oh, das war hart auf der Linie. Was gibt's jetzt? Das war hart auf der Linie. Er gibt für den uns? Freistoß wahrscheinlich. Oh, also ich weiß nicht. Wenn wir doch jetzt zurückspulen könnten. Wir haben eigentlich eine gute Sicht von hier drauf. Na, die Regie kann das nachträglich zurückspulen. Jeder, also wenn du jetzt nochmal die Wiederholung sehen würdest. Jeder, der das Video gesehen hat, wird es jetzt besser sagen? Wissen. Du würdest sagen? Ich glaube, also es begann vorher. Ich hätte es jetzt nicht gepfiffen. Aber gut, es gibt Freistoß. So, direkt. Also ich denke, man kann es pfeifen. Kontakt war da. Klick. So, bin ich mal gespannt. Die Position Danny, ist gut. Danny. Die Position ist gut. Jetzt sind wir gespannt. Was macht er draus? Oh! Der Torwart hat es auch nicht probiert, ne? Nee, den hat er auch. Wie du sagst, er ist ja nun wirklich sehr erfahren. Gesehen. Also entweder hat er es wirklich gesehen oder er ist so cool oder. Er hat auf jeden Fall gesehen, dass ein Sprung jetzt nicht hilft. Enge Kiste. Das sind die Standards, bei denen Patty jetzt einfach fehlt. Ja. Ah, der war aber schon gut getreten. Also. Der war so gut getreten. Und? Oh, sie spielen mal hinten raus. Guck mal, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht probieren wir, aber jetzt kommt er lang. Er sieht keine Anspielstation, also geht er lang. Und wir behaupten ihn wirklich gut. Ist der Ball wieder da? Ach. Spur läuft aus. Der Elfer läuft wieder um den Ball.
Aber weißt du warum? Weißt du warum er jetzt, den hättest du jetzt abseits stellen können, ne? Daniel ist der Einzige, der sagt, nee, ich laufe lieber mit, was ja in der Regel nicht schlecht ist, aber dadurch muss er jetzt wirklich hinterherlaufen. Mhm. Hätte er sich sparen können, weil er war so klar im Seitz, hättest du ihn stehen lassen können. Und wir haben den ersten Wechsel. Oh ja. Der Elfer. Ist das der Elfer? Der Elfer geht das ist der, ich glaube nicht, dass das der Elfer ist. Ich glaube, das ist der Neuner, den wir meinen, der alle Tore geschossen das hat. Das könnte sein. Die tragen heute einfach andere Nummern. Ich meine, die können doch nicht ihren besten Torjäger, einzigen Torjäger unternehmen so nicht früh. Ne? Nee, wir reichen also Informationen. Also, ja. Das ist der Neuner. So, guck mal, den kannst du jetzt eigentlich klar rausspielen. Der erste Stürmer wartet an der Mittellinie. Ja, und pass auf. Letzte Saison hätte Tobi den jetzt lang geschlagen. Was uns entgangen ist. Was er diese Saison auch macht, guck mal. Für Caro jetzt übrigens Martin Jütz im Spiel ist uns entgangen. Hier passt am Ball. Dafür Greg eine kurze läuferische Auszeit. Oh, clever stellen. Hinterm Ball. So, Neuner steht frei, ja. Nee, da kommt er nicht durch. Da steht er gut. Da passiert nichts. Nee, keine Ecke, ne? Das gibt Abschluss, ja. Ja, aber gerade eben, war Tobi, hätte von hinten rausspielen können. Der erste Gegner wartet an der Mittellinie. Mhm. Und ohne, dass er das Kommando gibt, was ich ja nicht so gut finde, schlägt dann da. Das ist für die gesamte Mannschaft, wir stehen so breit, das haben wir eigentlich alles besprochen. Ich meine, ist jetzt nichts draus passiert, ja. Aber... Also Tobi guckt dir das Video später sicherlich auch. Tobi, nicht machen. Nee. Von hier oben? Genau, ne? Von hier oben, nee, nicht machen. Aber Tobi ist das zu viel klein-klein immer, wie er sagt. Ne? Also immer dieses Rumgespiele, rumgeeiert, das mag er nicht. So, jetzt hat er es gemacht, aber gefallen tut es ihm nicht, der Ball ist noch zu nah. Na, wir haben ein paar, die einen großen Drang nach vorne haben. Und das also ist jetzt auch Marco als Läufer, wir sehen es immer wieder auf Höhe der Innenverteidiger. So, jetzt spielt raus, macht Tempo. Über außen! Tut so. Mir leid, ich musste mal reinbrüllen. Völlig legitim, völlig legitim. Aber so spielen sie es auch hinten raus, ne? Dann eben über links. Ach, aber der passt, das geht nicht. Auweia. Aber er holt ihn sich wieder. Jawohl, und es gibt einen Effekt. Gut, entschuldigt sich, bügelt seinen Fehler aus, alles gut, nichts passiert. Jetzt geht das Wechselchaos schon los, wir schauen mal gerade, Caro einmal gewechselt, Friedrichshain einmal gewechselt. Wir aber haben die 25. Minute. Ist der 15er nicht gerade runtergegangen? Oder ist das wirklich ein anderer? Nee, das war ein etwas kräftigerer. So, aber der Neuner geht runter. Ich meine, das würde bedeuten, nach unserer Rechnung gibt es jetzt keinen von Friedrichshain auf dem Platz, der ein Tor schießen kann. Statistisch belegbar. Ja. Mhm. Aber Statistiken gibt es ja auch nur, um sie zu widerlegen. Also von daher könnte es auch sein. Hashtag Spielverlauf. Oh, das war ein Ball für Caro. Dankeschön, sagt der Vladi. Nee. Doch, aber er kämpft. Er bringt sich nochmal durch. Einsatz wirklich stark. Vladi heute übrigens der älteste Mann auf dem Platz im roten T-Shirt. Ja, viel Platz, sich einmal zu drehen. Ja, der Rasen ist rutschig, ich hab's vorhin selbst probiert. Oh, Till, nee. Aber Danny holt wirklich die wichtigen Bälle. Hast du das gesehen wieder? Ganz wichtig. Er ist da. Man darf jetzt aber nicht vergessen, dass er der Zehner ist. Ne? Im Moment als Sechser hinten agiert. Ja. So, jetzt haben wir auch Jütz auf dem Platz hier mit der Nummer 8. Das ist auch hast ein bisschen. Du nicht mitbekommen? Hast du es angesagt? Ja, da warst du noch in der Regie. Ja, gut. Dafür ist Greg raus, macht eine Pause. Ich habe mich in dem Moment beim Wechsel eher mit dem Gegner beschäftigt, das stimmt. Ja, wir wissen bei Greg, er zieht gerne, so 20, 30 Minuten zieht er gerne das Tempo an und holt dann einfach mal ein bisschen Luft, dass er danach wieder weiterlaufen kann. Der Schuss lässt dann nach, hat er mir mal gesagt. Ah, okay. Er sagt, wenn er zu sehr gelaufen ist, kann er zwar noch weiterlaufen, aber kann nicht mehr schießen. Ja, okay. Das ist auch mal ein Stürmer, der nicht schießen kann, das ist blöd, hilft keinem. Oh, und Tobi muss da alles Tobi riskieren. Tobi faustet. Für mich nicht ganz erkennbar, ob zum Einwurf oder zur Ecke. Es sieht nach... Das kann man von hier aus auch nicht sehen. Es sieht näher hier durch, kann ich sehen. Es sieht nach Einwurf aus. Na, der Schiedsrichter wird das schon machen. Genau. Er versucht ihn weit zu werfen, das bietet sich keiner kurz an. Also aber der kann ihn weit werfen, gerade eben haben wir es schon mal gesehen, ne? Ja, wollen wir sehen, wie weit. Ja, guck mal. Ah, 5 Meter Raum. Bis zu Tobi, der kann werfen. Tobi lässt klatschen. Beide mit dem Fuß, konnte man jetzt glaube ich nicht sehen. Ja, nee, ich hab's nicht drauf. Marc mit gestrecktem Fuß in den Fuß des Gegners. Aber Marc spielt den Ball. Ja, gut, okay. Ah, die Schuhe haben kollidiert. Also ich konnte es von hier jetzt sehr gut sehen. Ja, ich habe was gehört, das stimmt schon. Unsere Second Cam, die Commentators Cam, wird es belegen können.
Wir sehen bei Friedrichshain an der Seitenlinie viel Bewegung. Ist das der Trainer, der sich warm macht? Da selbst mit eigentlich? Jetzt bringt er ihn rein. Vorsicht, gefährlich. Ja gut, da passiert das. Aber wenigstens nach außen gehen. Aber wieder zum Gegner, das muss ja nicht sein. Uff. Ne? Die musste nicht zum Gegner spielen. Nee. Ich glaube, auch da fehlte gar nicht so viel. Aber Tobi, ein gutes Auge dafür. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch knapp 20 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Ach, doch, ja, wir befinden uns in der 28. Spielminute. Ja, okay. Ist noch genug Zeit für beide Mannschaften? Na, es plätschert im Moment ein bisschen, ne? Man weiß nicht so genau, Caro ist nicht mehr ganz so drückend überlegen, gibt ein paar Bälle wieder her. Ja, hat sich so, jetzt bin ich mal gespannt. Er spielt ihn hinten raus, genau, weil wir standen ja auch gut. Nach dem Wechsel ist weniger Bewegung drin. Aber dass Jütz jetzt mal vorne im Sturm spielt, phasenweise, ist ganz gut. Er ist ein ganz anderer Spielertyp als Greg und von daher für den Gegner einfach schwer zu fassen dann. Ne? Ja, vor allem körperlich wesentlich robuster, also den kriegst du mit Körpereinstellung nicht raus. Und Jütz hat einen Hammerschuss. Also wenn er in Schussposition kommen würde, der knallt den auch mal gerne gut aufs Tor. Er war jetzt zuletzt sehr unzufrieden mit seinem Schuss. Feilt also noch an der Schusstechnik. Ja, er wird immer wieder beim Schusstraining. Er wurde aber häufig nicht als Stürmer und auf das. Guck mal, das ist es auch, ne? Das war jetzt wirklich keine klare Ecke. Ja, das hätte man jetzt ausklären müssen. Das war der Schuss mit dem Schienbein, so saß es. Ja, das sind so. Wäre dann immer ärgerlich, wenn man daraus dann ein Gegentor kriegt. Und man sich fragt, wie ist die Ecke entstanden? Na, Schienbein halt, ne? Das ist so. Nicht wahr? Vorne ein bisschen Bewegung. Aber wir haben ja Tobi. Na gut, von daher. Zu einfach mit Tobi. Wenn Tobi die so abfängt. Und jetzt kommt er lang, Martin Jütz steht. Kommt nicht an. Danny mit dem zweiten Ball. Unternehmen. Sehr Till gut. Schön gesehen auf links außen. So, jetzt macht Martin ein bisschen Bewegung und Danny. Danny ist durch. Muss ihn alleine gehen. Läuft keiner mit. Seite wechselt. Bisschen zu hoch, ne? Aber schön von Till nach außen gespielt. Ja, der war wichtig dabei. Der war ganz wichtig, schön eingeleitet. Till in der Zentrale gefällt mir ziemlich gut. Ja. Läuft weniger, ne? Vergessen nicht, wenn er viel läuft, geht es bei ihm gerne aufs Knie. Na, aber er macht so die wichtigen Aktionen, ne? Ja, er hat genug Luft für Ballbehandlung, für die Spielübersicht. Sechser. Wird natürlich auch dem Trainer nicht entgangen sein. Na, die Idee hat er schon gegen Wartenberg gehabt, ihn als Sechser zu bringen. Aus der Not, eine Tugend gemacht, war richtig gut. Hat er tatsächlich die letzten 10 Minuten gemacht. Da hast du ja auch noch mitgespielt, gegen Wartenberg, da, ne? Habe ich auch noch mitgespielt. Mensch, bei da haben Wartenberg. Wir die 3-1 haben da den Mittelstürmer gemacht. Das war echt ein gutes Spiel von uns. So, jetzt müssen wir noch mal rauskommen, ja, aus der Ecke, irgendwie. Weiß er selber, ohne Ball bin ich am stärksten. Gut, aber... Also wir haben 1:1 in Aluminiumtreffern. Sehr ausgeglichen bis jetzt, ne? Ja, sehr ausgeglichen. Einer aus dem Spiel heraus und der wunderschöne Freistoß von Danny. So, jetzt müssen wir vorsichtig sauber den Ball gespielt. Müssen sich super. Zu zweit, müssen sich clever anstellen. Also, okay, Ecke, aber wir haben schon... Auch wieder vermeidbar. Aber wir haben schon schlimmere gesehen, ne? Ja. Also schlimmer finde ich es, wenn also er dann wirklich so... Ich. Ja. So, also Friedrichshain wechselt munter wechselt durch, ne? Wechselt zum dritten Mal. Genau, der junge Mann, der sich hier 10 Minuten warm gemacht hat, kommt ins Spiel. Oh, Jens würde jetzt zum Beispiel sagen, war der nicht zu früh auf dem Platz? Du weißt, beim Wechseln musst du erst runter werden. Ne? Also ich hab's hier auch drauf. Also sowas wird eigentlich mit Gelb geahndet. Hat nicht mal Marc dafür eine gelbe Karte bekommen? Ja, ja, genau. Seitdem achtet Jens ganz besonders drauf und wir haben es auf Kamera. Jens ist ja heute nicht da. Aber Jens würde uns gerade recht geben, wenn er just in diesem Augenblick das Video guckt. So, erstmal sehr gut von Till, jetzt Danny. Zieht ein paar Spieler mit, dadurch ist vorne Platz. Jetzt muss lauern, ja, hat er gelauert, sehr gut, aber... Zu weit außen. Der Dreier hat ihn. Um den Ball zu kriegen. Und wieder langer Ball. Hat er Glück, kriegt auch wieder den zweiten Ball. So, Courtney muss ihn auch mal ein bisschen Courtney besser... Courtney in Bedrängnis. Vladi ist wieder da. Ja, jetzt kommt er mal nach vorne. Okay, aber den gleich muss... zurückgeschlagen. Oh, sie tragen den hinten nicht raus. Jetzt wird es ein bisschen Fußballtennis. Ja. So, wir lassen sie jetzt erstmal kommen. Ich meine, der lange Ball kommt sowieso gleich, ne? Da ist er. Courtney hatten, kein anderer in Sicht, aber da ist keiner. Jetzt hat ihn Danny.
Vorsicht, nicht zu viel. Und das wieder Till. Wieder da. Aber also leider zum Gegner. Sonst alles richtig. Alles richtig. Aber er holt ihn zurück. Da ist er wieder. Ja, also super. Habe ich es jetzt nicht drauf gehabt? Ah, ich glaube, es hat nicht drauf. Also Till sehr stark. Haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ne? Wenn die Konzentration abweicht, müssen wir tauschen. Ja, du kannst gerne. Das Display ist natürlich schwierig zu erkennen. Du kannst gerne übernehmen. Und Danny. Ah, schade. Bitte? Wir tauschen das. Wenn du magst, hast du jetzt Zeit für Kaffee. Du kannst aus dem Deckel trinken, ich nuckel mal in der Flasche. Was Ansteckendes habe ich nicht, also mach dir keine Sorgen. Mal ein Schlückchen. Ja, ne? Schließlich schreiben wir ja 10.38 Uhr auf den Sonntag. Also, Kirche ist immer noch im Dorf. Wenn uns irgendeiner das Phrasenschwein hinstellt, das wird teuer. Da füllt sich die Mannschaftskasse, dann wird doch noch was mit der Super Bowl-Reise. Ja, also bei Ecken passiert erstmal gar nichts, außer Konter für uns. So, jetzt muss Jütz mal gucken. Er holt natürlich gerne mal ein Trickchen raus, ne? Das ist dann aber. Ja, ja, korrekt gepfiffen. Gut gesehen. Ich habe mir jetzt die letzten 15 Minuten besonderes Augenmerk gelegt auf Positionen, die neu besetzt wurden. Till in der Zentrale haben wir drüber gesprochen. Ja. Top-Besetzung. Deine Meinung zu Marcel in der Innenverteidigung? Ja, also war ja auch gegen Wartenberg, ne? Super Spiel, hat er auch super gemacht. Man sieht manchmal, er steht nicht genau beim Stürmspiel da, wo man stehen muss. Oh, schade. Aber ansonsten, ich meine, er ist einer der besten Zweikämpfer, die wir in der Mannschaft haben und guter Kopfballspieler. Also, und dabei, einer, der innen spielen kann, auf jeden Fall. Dabei immer relativ unauffällig. Was für ein Verteidiger, aber eigentlich eher Kompliment als Kritik ja, ist. Genau. Und wenn er innen spielt, also er macht auch nicht so diese Fehler, die man so manchmal sieht, wenn er außen spielt, dass er dann einen falschen Mann anspielt und so, das macht er eigentlich halt innen gar nicht. Also da ist er wirklich konsequent. Jetzt sieht man zum Beispiel auch, dass Daniel hier richtig ein Libero spielt. Ne? Genau, steht am tiefsten von allen. Ja. Zeigen das mal also ganz kurz. Immer leicht man hinter sagt der zwar Kette. Aber Daniel interpretiert das immer so, als dass er der klare Libero ist. Ne? Ich meine, es ist ja eigentlich so, dass immer der ballferne Innenverteidiger, also in dem Fall ist es richtig, dass er letzter Mann ist. Ne? Wenn der Ball aber auf der anderen Seite wäre, müsste dann sozusagen Marcel der sein, der hinter ihm steht. Und das wird aber nie passieren. Da wird immer Daniel der sein, der als Libero lauert. Also so ein heimlicher Libero ist er schon. Ne? Aber geschadet hat es bis jetzt nicht. Also nein. Ich habe noch nie gesehen, dass daraus irgendwas Schlimmes entstanden ist. Oder? Ja, Marcel sonst auf der Außenbahn unterwegs. Treue Zuschauer wissen das natürlich. So, nochmal bei Caro gewechselt. Martin Jütz wieder raus. Dafür Bodo Wackel jetzt vorne mit drin. Oh ja. Marco auf der Außenbahn raus. Dafür Greg wieder rein. Das ist jetzt also der dritte verschiedene Stürmertyp. Und das finde ich richtig super. Also das habe ich mir auch beim letzten Training gewünscht. Ne? Dass du diese drei Spieler, die du da vorne hast, die so grundsätzlich verschieden sind, sich da vorne abwechseln. Für den Gegner genau. Ist das manchmal schwer zu begreifen. Für die Verteidiger natürlich schwierig, sich darauf einzustellen. Wir sehen auch, da ist Bewegung drin. Ne? Die beiden Innenverteidiger reden viel miteinander. Da muss der Schweiß nochmal weg. Das ist interessant. Guck mal, jetzt macht ein Innenverteidiger den Einwurf, weil der Martin das nicht kann. Das ist ja eine Schulter. Da muss jetzt aber sagen, da muss dann Martin auch auf die Innenverteidigerposition gehen, wenn Marcel das macht. Die müssen dann richtig tauschen. Genau. Weil übernehmen sonst, und übergeben. Wenn Daniel jetzt da nicht aufpasst, dann fehlt der Mann. So, jetzt haben wir Greg ja wieder drauf, ne? Greg ist wieder drauf. Das würde ja bedeuten, wir spielen jetzt doch wieder 4-4-2, ne? Oder Greg spielt jetzt nicht mehr Stürmer. Nee, Greg scheint mir im Moment linke nicht Seite, den ne? Stürmer zu machen. Greg er macht den linken Läufer. Ist für Marco ins Spiel okay, gegangen. Also das ist natürlich jetzt mal genau, das heißt also links außen haben wir jetzt Tempo. Jetzt kannst du links mal lang schlagen. Jetzt kommt erstmal der lange Ball. Jetzt vielleicht ein bisschen präziser auf Daniel. Daniel läuft gleich. Wir gucken mal hier vorne, wird sich aufgestellt. Guckt ein bisschen in die Sonne und er kommt lang. Und Daniel kriegt den zweiten Ball. Jetzt muss er hin. Ach, schade. Greg ist natürlich kein Kopfballspieler, ne? Ah, nee. Also alles Greg muss ihn auf den Fuß kriegen. Ja. Danny darf ihn nicht, er hat ihn aber. Trotzdem nicht. So, und Marcel. Also das ist erstmal weggeschlagen. Das ist gar nicht so schlimm. Erstmal sicher zum Gegner, aber weit nach vorne, das kann man ruhig machen. So, 37 Minuten sind rum.
noch etwa 8 Minuten. Wir erwarten keine Nachspielzeit bis jetzt. Guck, das ist wirklich. Da steht er einfach. Das ist schon ein Start. Da muss er sein, da ist er. Wir konnten ihn zwar jetzt nicht in den eigenen Reihen halten, aber passiert, tut erstmal. Wir sehen auch, die Ostkurve ist voll besetzt. Ja, hat wohl ein weiblicher Fan keinen Eintritt zu sich, ja, sich verlaufen heimlich? Möglicherweise. Heimlich, guck vor, ist jemand hier. Aber eigentlich sind alle Jungs vergeben, ne? Oder? Schauen wir mal, hier Rudelbildung in der Ostkurve, ne? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Interessant, dass du noch Platz warte, mit spazieren gucken. Tatsache. Immer nah am Geschehen. Aber wir haben Freistoß. Also nicht wir, sondern der Gegner. Aber Tobi. Da aber wir oder? Zwei haben einen Freistoß. So, ja, langer Ball. Freistoß zu kommentieren. Ja, den kriegt er nicht. Guck mal, genau. Den Tipp drüber. Der wird noch gefährlich. Schade, da geht er zu weit. Und der ist abgeklärt, der Dreier. Ja, der ist aber weg. Also siehst du, ja, weg ist weg. Qualität ist da nicht. Nee, nee. Also das erklärt natürlich auch die Statistik. Ne? In zwei Spielen einen Punkt gemacht und 2-6 Tore. Ja, und nur ein Torschütze überhaupt gelistet, der sowohl ein Neuner als auch ein Elfer sein könnte. Oder vielleicht auch gar nicht dabei. Oder möglicherweise heute frei hat. Na, das war jetzt ein Geschenk für den Gegner. Jetzt muss man es ja Jetzt muss er haben. Aber den Körper, der ist aber drin. Ah. Das gibt's nicht. Aber es fängt immer mit dem Mali an. Ne? Das ist so. Ja, den darfst du nicht verschenken. Ach, Kinder. Tatsächlich, wir liegen jetzt zurück bei so einem Spiel. Das ist gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber sämtliche guten Aktionen des Gegners haben wir selbst eingeleitet. Ja. Ach, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Und das kurz vor der Pause noch. Na gut. Meiner Erfahrung nach werden in dieser Bezirksliga aber Tore gerne hintereinander geschossen. So. Na, selbstverständlich. Und Salzbrezeln. Nicht schlecht. Ach ja. Der gute Kommentator ist auf alles vorbereitet. Ja, aber nicht auf so ein Tor. Also. Nee, also das traf mich jetzt unvorbereitet. Wir sind so unvorbereitet. Vorbereitet. Wir haben Essen, Getränke, wir haben Musik, wir haben... Gute Laune. Alles da. Aber... Der Spielverlauf. Ich meine, woran willst du dich jetzt festmachen? Ne? Die eine Freistoßchance, das ist noch zu wenig, ne? Ja. Aktion im Strafraum, aber richtig gefährlich, eigentlich bloß einer. Eine Abseitsstellung von Marco. Ah, wieder. Unnötiger Ballverlust. Ja. So, jetzt machen wir ein bisschen Druck. Guck mal, wir haben den Ball. Wir haben klare Überzahl auf der rechten Seite. Bleibt hinten. Macht aber einen langen Ball, aber wohin, ne? Das ist jetzt fällt es mir schwer, den Ball nicht aus den Augen zu lassen. Wurde von Wespen attackiert. Entschuldige mich an dieser Stelle. Und schade auch gerade bei dem Zweikampf. Ne, Marcel ist er an ihm dran, ne? Also er hat ihn wirklich sicher, aber trotzdem kriegt der Gegner den Ball langen Pfosten eingeschoben. Das ist wirklich schade. Wir dürfen also gespannt sein, ob Coach Andreas darauf reagieren wird in der Halbzeitpause. Verbal schon, aber wird er dort auf der Position vielleicht wechseln? Ein möglicher Kandidat für rechten Verteidiger wäre dann wieder Till. Hm. Gefällt mir aber in der Zentrale heute zu gut. Ja, das ist es, ne? Ich meine, klar, wenn du jetzt gerade hier runternimmst. Marco geht nicht in die Zweikämpfe, wäre mir als rechter Verteidiger auch nichts. Ja, wer kann es machen? Jetzt hast du nur noch Jütz draußen. Naja, Jütz, nicht schnell genug vielleicht? Nee, er ist ja kein Verteidiger. Also er braucht ja den Ball am Fuß, er möchte seine Tricks machen, das kannst du als Verteidiger nicht. Das Tricks. Kannst du Tricks? Ob ich Tricks kann? Kannst du Tricks? Kommt drauf an, was für ein Ball natürlich. Ne? Sagen wir deiner. Also mit meinem Ball, den ich jetzt geschenkt bekommen habe. Ja, ja, genau. Wir zeigen ihn jetzt nicht, weil wir hier keine Schleichwerbung also machen wollen. Du weißt es ja, ne? Wir haben ja da diese Flanken gemacht. Und genau. Das hat jetzt zwar nichts mit Tricks zu tun, aber da ist schon ein bisschen Ballgefühl dann da. Also ich sag mal, es liegt schon wirklich eher am Ball. Geschickt bei Flanken, da würde mich interessieren, ob wir da in der Halbzeit noch ein bisschen was von dir erwarten können. Ja, ne, je nachdem, wie was deine Schuhe sagen. Also, du bist ja heute nicht komplett ausgestattet. Das ist das Einzige, was heute so ein bisschen fehlt. Hier. Also ich kann links wie rechts. Ich hab Tonschuhe, aber ich mach das schon irgendwie. Ja? Ja, ja. Also irgendwas. Was muss, das muss.
bisschen zu hart von Marc. Aber er kriegt sie noch. Hast du drauf? Jetzt. Hab ich drauf? Bis hierhin kommen wir ran. Also wenn Marc jetzt noch ein bisschen den Körper vorstellt, ne? Anstatt Fuß, ein bisschen mehr Körper, dann hat er hier jeden Zweikampf hier außen. Also soweit macht er das schon echt gut. So, Till? Okay, Lalli. Ja, wenn du den jetzt flach lässt, dann ist alles gut. Danny hat ihn. Super, guck mal, das ist jetzt Danny. Jetzt kommt er mal nach vorne. Jetzt wäre der Moment zum Flanken. Ah, ein schöner Übersteiger. Jetzt kommt er mal rein. Da ist... Oh. Ah. Sehr gut. Schade. Gut, aber sie haben sich nicht aufgegeben. Warum auch? Ja, jetzt musst du noch ein, zwei Aktionen haben. Vielleicht kriegst du noch mal die Chance. 1-1 zur Pause wäre natürlich schon deutlich besser. Ne? Ja, macht sich besser. Sich für die Mühe auch belohnen. Weil sie haben es ja nun wirklich gut gemacht. Wir haben Anweisungen auf dem Feld. Ist Herrn Ott entgangen. Erster Fehler des Offiziellen heute. Du musst nur aufpassen, dass du den Schiedsrichter mit Tobi nicht verwechselst. Ne? Genau daran musste ich gerade denken. Ja, also, sehr gut, dass du es ansprichst. Oben, du, also, ich meine, genau. Sie könnten also im selben Team spielen heute. Ja, da steckt zwar ein anderer Mensch drin, aber so optisch. Ist was? Möglicherweise mehr Erfahrung, aber natürlich eine ganz andere Klasse. So, Greg ist aber heute auch nicht so richtig giftig vor. Ist noch nicht ganz da. Also wir sind sonst mehr gewohnt. Ne? Wir wollen jetzt nicht Kritik an seiner Person üben, aber wir kennen ihn bissiger. Er sieht ein bisschen müde aus, ne? Jawohl. Dabei sind Till und ich, glaube ich, die Einzigen, die gestern eine Party gefeiert haben. Ja, dafür ist er aber recht frisch, der Till heute. Ja, meine Wenigkeit komischerweise auch. Ich habe nur einmal die Schlummertaste gedrückt. Ja. So, jetzt wollen wir mal sehen. Guck mal da. Ah, steht auf. Sieht ein bisschen verkrampft aus, aber... So warm wird in der es war schwer berechenbar. Niemals. Also ich finde, bei Courtney fällt es zum Beispiel auch auf, mit zunehmender Spieldauer ist es immer noch ein halber Schritt weniger. Also er wartet dann noch mehr auf den Ball, den er dann bekommt und dann den tödlichen Pass zu spielen. Wie ich immer gesagt habe, nur den Körper reinstellen ist es dann auch nicht, ne? Das ist dann relativ wenig Laufarbeit, das ist dann eher gehen. Oh, der nächste Fade. Das ist übrigens das erste Foul von Bodo, was ich sehe. Bodo ist ja jetzt nun gar nicht als der Holzer bekannt. Nee, aber er geht mit dem Körper rein. Also da ist er einer der wenigeren, die wirklich dann sagen, 100% zum Ball, auch wenn der Gegner mal dazwischen ist. Steht noch nicht, liegt noch. Ich glaube, das ist aber auch clever jetzt, ne? Vor der Halbzeit einfach noch ein bisschen Zeit. Genau, sie merken, haben selber keine Luft mehr. Die wollen das 1-0 ganz klar jetzt erstmal in die Halbzeit bringen. Ne? Und wir haben im Moment nicht so viel zuzusetzen, muss ich sagen. Leider nicht, nein. Was passiert? Der Greg, der muss noch irgendwie frischer werden, der muss vorne in die Spitze rein. Guck mal, wo jetzt Greg auch steht. Ne? Er lauert nicht vorne. Nee. Er verteidigt jetzt mit. Das ist. Ja gut. Das ist so Warten auf. Weil nominell der Vordermann jetzt Bode im Moment. Ja, das stimmt. Ist, ne? Das stimmt. Aber da müsste man jetzt vielleicht auch mal sagen, Greg, du bist schnell, du musst da vorne lauern. Das ist ja die einzig wirklich Chance. Da rutscht er durch. Nein, alles gut, den hat er sicher. Wir sehen, Herr Ott hat perfekten Blick drauf. Ja, also, außerdem spielen sie im gleichen Team. Ja, sehr. Nicht wahr? Außerdem spielen sie. Oder sie kaufen im selben Geschäft. Hier, Bodo, vorne auf Höhe. Jetzt dachte ich, jetzt klappert es nochmal. Schade, wenn Bodo den Körper noch reinkriegt, wird nochmal gepfiffen. Sehen wir nicht so. Nee, das ist von hier oben sieht das super aus. Oh, jetzt wird es nochmal robust hin, Alter. Aber wieder so ein schöner Pass, guck mal. Oh, nein. Aber Tobi wieder da. Au, der wird gepfiffen, ja. Wir hatten übrigens eine kurze Konferenz mit dem Hallenwart. Ein Dankeschön an den Hallenwart, dass wir heute hier oben stehen dürfen.
Ja, das war natürlich... Aber siehst du, dieser Pass hier, weißt du? Und soll ich dir mal sagen, diese Pässe, die müssen jetzt eigentlich von Danny und von Till unterbunden werden. Ne? Till, Danny, guck mal, selbst jetzt nicht da, wo man sie eigentlich auf dem Blatt Papier erwartet. Ne? Ah, Moment, wir schauen nochmal. Also der Pfiff kam... Du, in der 47. Minute. Wir sind tatsächlich in der Nachspielzeit. Die machen das selber, muss ich sagen. Also die machen wirklich aus Scheiße Bonbon gerade. Ne? Scheiße. Na komm, Tobi. Zeig uns mal einen. Ja! Hat er! Nein! Und da geht, der Gegner geht zuerst zum Ball. Ja, das darf nicht. Oh! Wen hat er denn? Tobi ist natürlich jetzt ganz schön auf Zack. Ja, Tobi ist geladen. Tobi ist geladen. Was war? Abseits? Nee, sie reklamieren jetzt, dass er zu früh eingelaufen ist, aber nein, das kannst du nicht machen. Das ist nicht so. Du musst dann den Körper vorhaben, du musst vorher am Nachschuss. Wir lauern zu wenig. Ne? Der Einzige, der überhaupt lauert auf einen möglichen Nachschuss, das ist neben Tobi dann Daniel. Das ist dann zu wenig. Aber das Reklamieren ist jetzt eigentlich wirklich, ist es nicht wert. Das ist, da sollten wir lieber besser spielen. Den Pass unterbinden, da fing es nämlich schon an. Ne? Scheiße. Wir brauchen uns nicht beschweren über den blöden Nachschuss und so weiter. Das geht ja schon mit der Situation los davor. Gleich 49 Minuten rum. Ja. Tja, und dann liegst du zur Pause 0-2 zurück wahrscheinlich? 0-2 schon. Und du weißt eigentlich gar nicht warum, ne? Klar, wir haben es auf der Kamera, aber das erste Ding, 0-2 ist scheiße. Erst Vladi, Marcel schafft es nicht ganz, wie er sonst immer seinen Körper vorkriegt. 0-1 gegen so eine Mannschaft und mit so einem Elfmeter, ja. Den Pass vorher. Man hat schon zweimal gesehen, dass sie diese Pässe spielen wollen. Einfach flach. Sie spielen ihn flach, den Stürmer in den Fuß. Ne? Eigentlich das Einfachste, was man sich vorstellt. Wir versuchen es natürlich immer so ein bisschen kompliziert hier vorne. Taktisch hält es Friedrichshain relativ simpel. Ja. Ja, wir haben jetzt auch keine groß herausgespielten Aktionen, sondern wir sehen lange Bälle auf den Stürmer. Mhm. Beziehungsweise nicht mal immer auf den Stürmer, sondern erstmal nur in irgendeinen Raum. Der Stürmer hat dort hinzulaufen. Ich vermute mal, es wird jetzt hier gleich abgepfiffen. Mhm. Okay. Ja, ist das, ne? Pfeift dann endlich zur Halbzeit nach 50 Minuten. Wahrnehmen. Kopf nicht hängen lassen. Alles drin, alles drin. Till! Gut aus von Jungen, sehr gut. Nö, aber wir arbeiten dran. Oh. So, wir wollen ein bisschen mehr tröten jetzt. Aber mit Anlass, nicht einfach so, weil das wäre zu einfach. Weißt du, Tobi hat sich beruhigt, also der war natürlich schon, der war schon sehr sauer, ne? Der war sehr sauer wegen des Einlaufens. Es gab jetzt nicht so wirklich einen Grund, also das kannst du nicht als Grund nehmen. Ja, schon. Also mir fällt nach wie vor, hier sehen wir, Coach Andreas. Ja, hat er noch ein bisschen? Noch einen kurzen Disput mit Herrn Ott. Nein, also. Aber Herr Ott macht einen guten Job. Also, ja, also, wir haben es noch schon ganz andere Kaliber gesehen. Ja, also, er macht eigentlich alles richtig. Ja, er kann auch nichts dafür, dass wir die Bälle springen lassen, die Pässe durchlassen. Genau. So, dürfte weitergehen. So, wir sind bereit. Muss erneut. So. So, die Zeit läuft mit bei dir? Genau. Allerdings ein paar Sekunden Zeitversetz. Ich war ein bisschen zu verschlafen. Niemals ist auch mal gemacht, ne? Ja. Und jetzt? Oder meint er Yilmaz? In jedem Fall sehen wir, dass Greg wieder vorne drin ist und das ist ja auch das, was uns gefährlich macht. Ne? Ja, da fehlt gerade was, Also nichts gegen Bodo, aber Greg ist halt ein anderer Typ Spieler. Es ist wichtig, dass Bodo zwischendurch auch reinkommt und einfach mal ein anderer Spieler ist, aber... Der Platz ist rutschig, ja, das Video kann es beweisen. Nee, ich hab's ja gerade vorgemacht. Nee, das war diesmal nichts.
Das war nix. Hat ganz normal den Körper vorgestellt? Nein. Jetzt könnten wir Herrn Ott einen Tipp geben, aber nun ist es zu spät, er hat schon gepfiffen. Ja, wenn wir ihn jetzt leicht zuzwinkern, vielleicht macht er dann beim nächsten Mal zumindest. Aber nach dem Spiel in der Schiedsrichterkabine bei der Analyse. Guck mal, erhebt er den Arm? Nee, ach, er hebt den Arm direkt und signalisiert. Nee, er zeigt jetzt, dass er anpfeift. Das ist es. Ach so. Wenn nämlich die linke Hand oben wäre, dann wäre es indirekt gewesen. Indirekt darf es aber nicht geben nach dem Foul. Wir geben das mal. Genau, hier. Ja, indirekt wäre nur. Er pfeift. Worauf wartet der Schiedsrichter jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin ich gewechselt? Jetzt geht's los. So, jetzt muss man genau aufpassen. Daniel. Nein? So, okay, Abschluss. Okay, ja, und weg. Kleine Spieler hier, der vorne jetzt ist von denen. Der 14er. Ne? Hat der nicht das Tor gemacht? Das erste? Könnte sein, ja. Die Kamera braucht lange zum Scharfstellen. Vielleicht sogar der besagte Spieler? Also wir haben jetzt schon viel spekuliert, aber. Ernan? Mhm. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Du siehst auch die Viererkette, ne? Wie tief Daniel steht, ne? Ja. Also er macht wirklich einen klaren Libero dort. Vorhin standen Daniel und Marcel noch bis zur Mittellinie. In den ersten 15 Minuten, als so richtig Druckphase war. Du, weißt du, ich glaube, wir müssen da mal... Nach getaner Arbeit... Wir müssen nachhelfen. Genau. Was hast du? Du, Radeberger, ja? Ja, Wied kommt. Ja? Also, genau. Warsteiner, also komm. Wied kommt. Wir müssen jetzt mal, so. Wir müssen was tun jetzt. Genau, Glück auf. Prost, Männer. Prosit auf den SV. Wohl sein? Ich freue mich übrigens, dass man heute ausgerechnet dich mir als Experten zugeteilt hat. Oh ja, das ist auch nett, dass du das sagst. Das macht auch Spaß. Aber sehr gerne, sehr gerne. Ja, wirklich. Und ich sag mal jetzt... Du wärst lieber da unten. Ja, das stimmt. Du willst raus. Ich sehe es in deinen Augen. Du willst einfach da raus. Aber jetzt habe ich ein Bierchen getrunken. Jetzt ist es eigentlich vorbei. Jetzt muss ich nicht mehr. Ich habe ein Bierchen getrunken. Jetzt ist okay. Nee, jetzt. Ja, die Welt sieht doch jetzt gleich ganz anders aus, oder? Also da kannst du echt so 0-2 kannst du dann auch ganz entspannt sehen. Plötzlich ist die Welt bunt. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Da muss noch was kommen jetzt. Ach so, jetzt muss man natürlich... Du darfst das ja nicht unbeobachtet lassen. Wir haben ja Wespen hier oben. Ach so. Unsere Zuschauer kriegen das ja nicht mit, aber wir werden hier ständig attackiert. Na, dann trinken wir am besten gleich die Pulle aus und dann... Genau. Auf. Am sichersten wäre Echsen. So, Vladi, erstmal sicher. Okay. Genau. Gut. Safety first. Trink du mal ganz in Ruhe. Trink einen Film. Ja, oder wir decken das ab. Ja. Daniel ist dazwischen. Beste wäre natürlich... Stativ eingegraben, dann würde eine Hand reichen. Das ist kein Foul gewesen. Oh, er gibt sogar offensiv Foul. Genau. Das war natürlich, ja? Naja, na klar. Aber kein absichtliches Foul ist reingerutscht, hat man ja gesehen. Wenn er selber fällt, was will er machen? Ansonsten decken wir das einfach ein bisschen ab, oder? Ich würde ganz gerne mal. Ja, genau. Ey, warte mal, soll ich nicht? Ich leg mal das Handy kurz drüber. Handy ist auch eine gute Idee. Was ich mal, da warte ich auf die nächste Aussituation, möchte mal ganz gerne zeigen, was bei Friedrichshain abseits des Spiels los ist. Ne? Viel Kommunikation, viel Warmmachen, da sehe ich bei Caro. Nichts. Ja. Also die Wechselspieler stehen. Wo sind denn unsere Wechselspieler eigentlich? Jetzt stehen sie hier unten. Ach, jetzt auf dieser Seite. Genau, jetzt muss ich es einfach mal zeigen. Da unten sehen wir Coach Andreas. Und so. Da links von uns nicht mehr zu sehen, befinden sich dann unsere Wechselspieler. Komm. Und guck mal, der Ball wird sogar noch gefährlich. Und Tobi muss raus. Weißt du, Tobias Neuer. In dem Fall war es Marco, der ihn ein bisschen vertändelt hat. Hat wahrscheinlich die ganze Zeit nur geguckt, wann kann ich zu Greg spielen und hat dann nicht auf den Ball geguckt. Mhm. So, jetzt muss ein Signal kommen. Guck mal. Ja. Na, die spielen jetzt natürlich wegschießen. Das ist jetzt der Spiel. Wenn wir bereit sind, mehr zu bewegen, zoome ich mal ein bisschen ran. Das sieht dann einfach besser aus. Achso, hier unten. Jetzt können wir es mal gerade zeigen. Hier unten. Mhm. Drei Mann. Jetzt. Ja, genau. Ich glaub, jetzt von denen ist aber auch der Spielertrainer. Deswegen reden die da so viel. Weißt du? Mhm, genau. Spielertrainer ist jetzt auch nicht so gewöhnlich. Ne? Das ist dann übrigens der junge Mann, der gerade läuft. So, jetzt haben wir Greg. Guck mal, Greg. Und er probiert's. Ja. Man könnte jetzt tröten, aber... Na, wir wollen es ihn auch nicht zu leicht machen, wa? Jetzt nicht für alles tröten. So doll finden wir es auch nicht. Ja, der muss schon mal aufs Tor kommen, das stimmt schon. Genau, so doll.
Entschuldigung, ich wollte nur mal schnell auf die Spieluhr gucken. In der 6. Minute der zweiten Halbzeit. Und er pfeift abseits. Naja. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal so hervorgehoben habe. 5 Minuten hat er nachspielen lassen, Herr Otto. Ja, das war natürlich dann durch den Elfmeter und so weiter. Da, und die Diskussion danach. Ja, aber waren es 5 Minuten? Ich weiß nicht. Ja. 3, 4 bin ich bei dir. Na, in der 3. Minute Nachspielzeit kam ja das Tor. Ne? Also auch da war der Elfmeter. Der Elfmeter war schon in der Nachspielzeit. Der Elfmeter, meine ich, genau. Und dann das Tor, dann die Diskussion. Naja, was soll er machen? Ne? Ich wollte mir eigentlich noch einen Notizblock mitnehmen, Mike Fest. Ja, nächstes Mal. Ja, sonst muss ich in meinem Oberstübchen kramen und da ist relativ unruhig. Sehen wir dich dann nicht öfter hier auf dem Dach jetzt? Das will ich doch ganz schwer hoffen. Aber da musst du dir immer einen Experten dazu holen. Ja. Weil ich gehe mal davon aus, dass ich ab nächster Woche dann wieder spiele. Davon gehe ich auch ganz fest aus. Ich glaube, die Zuschauer freuen sich auch, wenn sie nicht nur meine Stimme hören. Ich finde schon was. Und werde ich mir selber jemanden mitbringen. So, Danny holt sich die Bälle natürlich sehr tief ab, ne? Deswegen ist es natürlich schwierig, dann durchzukommen. Aber guck mal, rechts, Vladi geht. Vladi geht, genau. Aber jetzt der Raum zu, Marc dazwischen noch. Till hat. Ja, jetzt, fängt, hoch, jetzt, ist Flummi, jetzt ist Flummi und die nehmen den Ball runter. Guck, und spielen. So. Wieder einen dieser tollen Pässe. Oh je. Und Marcel, schön, diesmal Marcel! Ja, also die Pässe, die in die Spitze spielen, muss man sagen, Friedrichshain, Respekt. Also... Viel machen sie nicht, aber die Pässe in die Spitze, die sind echt sehr gefährlich. Ja, sie erlaufen sich. Sowas müsstest du mit Greg bringen, aber dafür stehen die Verteidiger dann tief genug. Na, die Sache ist aber, wer spielt die Pässe? Courtney spielt heute diese Pässe nicht. Er kommt überhaupt noch gar nicht so richtig zur Geltung, weil man sieht ihn fast gar nicht. Till ist natürlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Und Danny holt sich die Bälle auch sehr, sehr tief ab. Muss er, weil das Spiel sonst nicht läuft. Ja, mehr ist da nicht. Da ist kein Klemke heute da. Jens, der hätte jetzt dann vielleicht den Danny noch ein bisschen vorschicken können und so weiter. Oh! Das sieht man auch selten. Ja, wieder im Nachpassen. Naja. Ja, der Ball ist nass. Ja, das stimmt. Wollen wir ihm zugestehen. Der Ball ist heute ist das nass. Schwierig. Ne? So langer Ball. Dieser Sand drauf ist nicht einfach für Torhüter. So, jetzt Greg lauert. Genau, aber Ball leider zu weit außen. Guck mal, Torwart kommt sehr weit raus. Unnötig weit raus. Vorteil, wir sehen, der Torwart trägt jetzt eine Schirmmütze, ein Basecap. Sicht nicht ganz so gut. Von daher wäre es ratsam, jetzt mit höheren Bällen zu agieren. Ja, so. Erstmal sauber hinten rum gespielt. Nicht ganz abgedeckt, ja. Richtig. Mmh. Jetzt muss die Verteidigung da sein. Guck mal, Danny spielt jetzt ganz hinten. Na, ja, Danny hat für Daniel, glaube ich, ja, das ist richtig, aber... Oh. Aber Danny, der wird natürlich nicht da hinten gebraucht. Ne? Wir spielen 0, steht 0 zu 2. Guck mal, da müsste eigentlich ein Courtney auch ein bisschen mehr Laufarbeit machen. Courtney müsste jetzt weiter nach hinten und Danny mal vorschicken. Ja, aber Courtney ist nicht der Läufer. Ne? Deshalb ist er der hinten steht. Wieso muss Danny diese Wege machen? Ne? Ja. Courtney kann einfach hinten stehen dann. Also noch mehr Sechser spielen. Ne? Danny läuft viel. Guck mal, Till macht gerade auch, weiß nicht, was macht er? Linken Läufer, so sieht es fast aus. Ja, er ist links außen. Also er ist nicht mehr in der Zentralen. Wir haben in der Zentralen sogar gewechselt. Was haben wir denn da jetzt? Courtney... Wir haben nach wie vor Martin, Marco ist doch noch da. Spielt Marco jetzt zentral? Also den Wechsel, das habe ich also nicht ganz verstanden. So, nee, jetzt geht Marco wieder auf links. Also, nee, und da vorne müsste Mittelstürmer jetzt zum Beispiel warten. So, also auf jeden Fall, wenn ich jetzt was reinrufen müsste... Hier sehen wir die Viererkette hinten sortiert. Martin, Vladi, also da keine Veränderung. Wenn ich jetzt was reinrufen würde, dann würde ich sagen, Courtney muss tiefer stehen, dafür Danny weiter vor. Du kannst es runter zum Trainer rufen. Du musst es ja nicht unseren 5 Millionen Abonnenten zurufen. Aber recht hast du. Steht er wieder frei? Darf nicht ankommen, genau. Oh, oh. Hier steht er doch. Und kein, die 13 will aber nicht angespielt werden, ja? Pass mal auf. Ey, pass auf. Traut sich nicht. Na, geh doch bis ganz rüber. Yeah.
Lotti Carotti. Ich sage, das wäre schon gut von da gewesen. Und letztendlich jetzt zum Stehen hätte man eigentlich doch noch nach vorne gehen können. Ne? Oder man nimmt es jetzt wirklich nochmal in die Hand und dann steht man einfach nichts. Wir müssen irgendwas anders machen. Was willst du machen? Wir müssen es anders machen. Genau. Probier, ob du die Kamera so draufhalten kannst. Ja. Ich ziehe erstmal den hier. Ja? Genau, das Wichtige. Weil da läuft dann die Tormusik durch. Du bist durch den Spinnenweben gelaufen. Ii. Dann nimm mir das mal ab. Ii, jetzt hab ich das. Wir werden aber auch attackiert hier oben, wa? Also, Natur. Oh, jetzt, warte. Greg? Geht nicht drauf, sonst macht das. Wie ein Miroslav Klose in seinen besten Zeiten, also vor 2 Jahren. Ich hoffe, ich hab alles drauf. Ja, Achtung, jetzt kommt er weiter runter. Und zum Einwurf geklappt. Jetzt werden sie hinten ein bisschen unruhig. Jetzt sieht man auch mal, was hier in Karl gerade. Das ist jetzt nicht mehr hier ganz unten auf dem Film, was los ist, aber es ist schon. So, es gibt einen Wurf und der kann ja weit einwerfen, das haben wir ja gesehen. Halt mal kurz. So, also wir haben unsere Kameraposition mal geändert. Genau. Vielleicht sehen wir jetzt was und ja, wir mussten ja was ändern. Also haben wir jetzt mehrfach gesagt. Viel besser sehen wir nicht, weil die linke Ecke ist noch weg, den Flügel kann man nicht mehr sehen. Ja, aber wir sind ein bisschen zentraler, wir sind ein bisschen näher dran. Wir agieren Spieler, jetzt ne? zentraler. So. Stellungswechsel. Oh, bei Phosphor. Vladi, ey. Kommt frei zum Schuss. Oh, gefährlich. Ah. Schön behauptet. Jetzt Platz. Genau. Und nach vorne laufen, Kommt da rein. Ja, es gibt Ecke. Und die Ecke, die wollte haben. Der wollte nicht flanken. Danny flankt nicht mit links. Danny schießt auch nicht mit links. Guck den Tormusik. Mhm. Ich hoffe, dass sie noch drauf ist. So, wir haben Ecke in der 14. Minute der zweiten Hälfte. 59. Echt schon, ja? Oh 59. Je. Minute. Naja, jetzt muss wirklich mal was passieren, du. Auch die Einstellung ist ganz gut hier. So, jetzt kommt gleich die Ecke rein. Aber da ist ja keiner. Nee, da ist keiner, ne? Keiner steht am kurzen Pfosten. Vorne, nur ein Stürmer. Kriegt aber den Ball. Och, nein, kann man laufen lassen. Vor den Ball! Okay. Ja, zumindest Courtney ist jetzt ein bisschen tiefer, also so wie wir es gerade gesagt haben, ist jetzt wirklich so, wie es sein musste. Hat Coach gehört, ja? Ne, eigentlich nicht, aber da vorne kniet einer von den Gegnern. Langer Ball. Tobi. Vom Sportclub ausgegangen ist. Ja, Schöneberg gegen Biber Sportclub. Müsste schon fast zu Ende sein, ne? Das müsste zu Ende sein. Die haben um 9 Uhr angefangen. Oh, das sind Bälle, die dürfen nicht verloren werden. Komm jetzt! Raus! Oh! Biber hat das Ding noch 5-2 gewonnen. Nach 0-2. Naja, da war irgendwas komisch am Anfang. Gut, das bedeutet aber für uns, wir könnten Zweiter werden. Wir schmeißen mal einen Blick auf die Blitztabelle. Das heißt, Caro im Moment Vierter mit 4 Punkten. Ja. Aber dieses Spiel so, ja, darfst gut, du natürlich. Nee, da ist der aktuelle Spiel schon. Aber du darfst natürlich dieses Spiel hier eigentlich nicht verlieren, ne? Das ist. Nee. Aber laut Spielverlauf. Tja.
60 Minuten rum. Stunde rum. Halbe noch zu gehen. Na, schauen wir mal. Oh. Oh, Tobi, wieder erneut, nur im Nachpassen. Macht auch nicht den besten. Ja, vor allem, Horten steht da für den Kopfball und Tobi mit der Faust rein. Dann kann er Horten den Kopfball lassen. Wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Klingeling. So, das war jetzt mal eine Aktion. Schön, Danny. Ah, schade. Hilft keiner mit. Jetzt stehen fünf Leute hinten. Und guck mal, dann diese gefährlichen... Und trotzdem verliert das Laufduell, verliert seinen Mann. Pässe. Courtney müsste den Laufweg jetzt zustellen. Darf nicht ankommen, genau. So, und jetzt aufrückt. Aber du siehst, fünf Leute hinten, rückt keiner mehr mit nach vorne. Jetzt sind sie zu fünf vorne. Gegen ja, Daniel müsste mehr raus. Guck mal, hier ist die Lücke. Die Kamera zeigt drauf. Daniel müsste die Abwehr rausschicken. Ja. Marcel macht den letzten Mann. Wenn er den Kopfball unfreiwillig verlängert, ist die 14 durch. Höher stehen. Alle müssen höher stehen. Aber Daniel macht den hinten dazu. Na gut, das ist okay. Bietet sich an. Danny holt die Leute nochmal ran. Ich hol mal Tabakbahn. Wir müssen ja schließlich auch mal an uns denken. Ja, das ist aber nicht zwingend jetzt das Spiel. Ne? Hier ist jetzt sehr defensiv alles. Langer Ball versucht. Kommt nicht an zu Greg. Das ist jetzt nicht wirklich gut. Hier vorne. So, wir sind wieder zu zweit. Du warst sehr konzentriert jetzt, ne? Ja, ich habe ein paar Aufnahmen jetzt gemacht hier. Man sieht, die Spieler sind unzufrieden und wissen auch nicht genau, was sie machen sollen. Also, es ist so ein bisschen Ratlosigkeit im Spiel von Caro. Es geht weiter mit Einwurf. So, mal sehen. Danny will ihn haben. Kriegt ihn nicht. Langer Ball. Das habe ich in meinen 6 Monaten gesagt. Ja, schicken wir außen. Das ist richtig. Ich bin der richtige Ansprechpartner für Lernphasen. Ich bin ja noch das Küken. Täglich im Lernprozess. So, langer Ball. Da haben wir letztes Mal auch ein Gegentor gekriegt. Weil er über die Abwehr rüber geflogen ist. Aber Tobi, ja, jetzt ist Tobi. Nee, das ist jetzt nicht. Ah, Daniel, ruhig. So, wieder eine Unterbrechung. Also es ist natürlich jetzt sehr zerfahren. Jetzt wird da Tobis Knie in den Rücken bekommen. Tobi ging mit dem Knie voraus. Wie ich im Profibereich aber gesehen habe, wohl richtig. Der Torwart geht mit dem Bein voraus, um sich selbst zu schützen. Ja, das ist normal. Das hat er abbekommen. Aber dass Daniel da mit ihm schimpft, da muss er vorsichtig sein. Ja, zumal, ich meine, wenn jemand sich verletzt hat, dann braucht man nicht auch noch drauf schimpfen. Ja. Ich glaube nicht, dass er jetzt dort liegt und sind das nicht seine alten Jungs? Zeit schinden möchte. Ist das nicht Daniels alte Mannschaft? Ich glaube, dass er viele... Ja, müssen wir ihn nämlich gerade Daniel und der Zehner in einer sehr sympathischen Konversation. Ja, wahrscheinlich kennen die sich tatsächlich. Die streiten sich nicht, sondern man kennt sich. Man respektiert sich. Aber da möchte man so eine Spiele dann auch gewinnen. Ne? Also gegen so Spieler, die jetzt sind. So, wir haben jetzt auch Jütz vorne wieder drin, ja, im Sturm. Ja, Absprachen hier gerade mit Marco. Und Marc auf der rechten Seite, das ist dann die Flügelzange. Und da muss natürlich jetzt was passieren. Ich habe natürlich jetzt immer vergessen zu gucken, wie lange sich das alles verzögert. Jetzt 5 Minuten eben gerechtfertigt sind. 65 Minuten haben wir auf jeden Fall rum. Ich sehe gerade auf der Speicherkarte sind auch nur noch 34 Minuten Rest. Also sehr viel mehr ist nicht.
Das Spiel kriegen wir rauf. Die Interviews müssen dann zack, zack hintereinander weg. Wir haben keine Zeit. So, langer Ball Tobi. Findet er jetzt mal den Greg vorne? Nee, Greg ist ja gar nicht mehr drauf. Nee, Greg ist ja unten. Ach, das ist ja das Ding jetzt. Länger zum Flügel, wo er selbst stehen muss. Hier muss er sich selbst zuspielen. Meinst du, Greg kommt nochmal rein? In den letzten Minuten? Muss, ne? Kommt noch mal. So. Gerade in den letzten Minuten musst du einfach nochmal draufgehen. Musst nochmal rein. Das war nix. Der Ott hat immer noch alles im Griff. Ist sehr entspannt. Gefällt mir sehr gut. Ja, das ist natürlich. Das bringt nichts, ne? Weißt du, Jütz ist ein perfekter Spieler, wenn wir führen. So, weißt du? Mhm. Dann macht er einen Trick, dann kann er den Gegner moralisch auch ein bisschen platt machen. Und rechts ist Platz, rechts ist Platz. Ah. Aber der Dreier, ne? Der macht es wirklich, gut hinten. Ey, er hat ja hinten genug Kraft gespart. Richtig gefordert war er noch nicht. Ja. Hinten die Foul angezeigt. Ja, und ja, Schiedsrichter reagiert, ne? Clever. Mhm. War aber auch ein Foul, kann man verhelfen. Ja, aber Jütz ist jetzt. Der Kontakt war da. Jütz ist jetzt leider kein Stürmer, wo du sagst, er macht den Anschlusstreffer oder macht den Ausgleichstreffer. So. Ja. Er ist eher so der spielende Stürmer, wenn du führst. So. Auch hier müsste der Trainer reagieren. Oh, fast ein Eigentor von Marcel. Oder ein Freistoßtreffer, wenn er richtig kommt und er ihn trotzdem durchlässt. Gut, aber er hat ihn so weit abrutschen lassen. Wahrscheinlich mit Absicht, dass es dann der Ecke wird. Ne? Also, ich denke mal nicht, dass er den aufs Tor gebracht hätte. Marcel war dran, ja. Ja? Ja. Da den eher durchrutschen. Hä? Was? Ja, mehr kann ich auch nicht machen. Du, Eckball, kommt. Uiuiui, da war gerade mal keiner. Nee, da beschwert sich. Guck mal, wir beschweren uns aber heute wirklich auch zu Unrecht, ne? Wir spielen nicht gut. Ist natürlich interessant für einen Spieler wie dich mal zu sehen, weil du ja selber immer im Brennpunkt stehst, ne? Ja, du bist selber immer im Zentrum des Geschehens. Ich muss sagen, du bist ein Raufbold und der Schuldige, aber du bist halt mittendrin, du kriegst das unten mit. Ja, aber ich kenne auch den Unterschied zwischen hier oben stehen und da unten spielen. Das ist so ein himmelweiter Unterschied. Ich habe so viele Spiele von draußen gesehen und bin dann eingewechselt worden zum Beispiel und dachte mir, das wird ein leichtes Ding. Und dann war es natürlich was völlig anderes, ne? Wenn man unten steht. Hier dann oben ist es immer leicht. Oh ja, noch eine Katze. Und? Sehr schön. Dann direkt mal die Frage an dich, wenn du jetzt in ein Spiel eingreifen dürftest, wo würdest du dich jetzt hinstellen? Ja, nicht. Natürlich die gewohnte Position vor der Abwehr dort. Ne? Dann erstmal hinten stabil stehen und dann die ein oder anderen Pässe nach vorne bringen. Und du würdest mehr schicken, mehr Feuer machen, ne? Naja, normal. Kommt auch gerade, es will ja auch keiner groß geschickt werden, ne? Ich meine, das ist alles sehr. Die Laufbereitschaft der ersten Viertelstunde ist auch nicht mehr da. Ja. Also, ja, klar, selbstverständlich, konditionell natürlich ein Problem. Die Dame hat auch zugenommen. Aber wenn ich an das Spiel gegen, wer war das gleich bei dem heißen Sonntag? Ah, hier zu Hause das erste Spiel, ne? Ja, na, Biber, ne? Nee, der 6-1, ich meine das Testspiel. Achso, das Testspiel. Der 6-1 Sieg. Ja, gegen Nordost war das. Nordost war das, genau, danke. Oh, so ein Pastan. Da war es extrem heiß und selbst da sind wir mehr gelaufen. Viel mehr. Ja, das ist jetzt wirklich, er schickt ihn da ganz allein, der Dreier ist clever. Du, ich glaube auch irgendwie, dass sie das hier jetzt locker runterspielen werden. Ja, mit dem 2-0 spielt es sich auch leichter runter, weil da kann nicht ein Konter oder ein Standard dann nachher den Ausschlag machen. Direkt da einen rangeholt. Ist natürlich doof, dass wir die Sonne auf dem Display haben. Ne? Auch wahr. Aber er hat ja einen Filter drauf. Hier wird gewechselt. Caro wechselt auch. Greg kommt wieder. Das Spiel kriegt noch mal Fahrt. Greg für Marco. Hab ich drauf. So, Greg, come on. Aber Greg vorne rein. Na, orientiert sich auf Läuferposition. Andi, aber Greg vorne rein. Er hört uns nicht. Oder er will uns nicht hören. Andi. Aber Greg vorne rein, oder?
auch ein Tor schießen da. Die Ab- kurze Kommunikation mit dem Trainer. Ich weiß nicht, ob er das. Als Spieler deine Schlag völlig legitim. So. Das gibt dem Trainer ja dann wieder recht, ne? Also immer, er spielt ja immer mit zwei Stürmern, ne? Und jetzt spielt er nur mit einem und der Greg spielt hier links. Das bringt uns natürlich nicht so viel dann. Ne? Mhm. Kannst sagen, was du willst. 71 Minuten gespielt, 29 sind noch möglich. Wir werden uns bei den Interviews dann kurz fassen. 19. Hier steht 29. Achso, ach, du meinst jetzt die Akkulaufzeit? Ja, genau. Da können wir auch 10 Minuten nachspielen. Also. Aber dazu müssten wir jetzt mal zeigen, dass wir auch dann bereit sind, zu tot. Schau mal, Danny, wie tiefer steht. Danny spielt Außenverteidiger da jetzt gerade. Danny muss jetzt richtig vorne rein. Er muss vorne rein. Ja, er kommt nicht ins Spiel. Er kriegt jetzt den Ball. Komm. Klein. Gegner ist aggressiv. Holt sich die Ball. Mhm. Trotz 2-0 Führung wollen sie mehr. Also Caro spielt nicht wie ein Rückstand. Und jetzt nach vorne schicken? Nee, okay, kurz hinten rausgespielt. Zeigen! Till muss bekommen, ja. Danny muss mitmachen. Jetzt muss Danny mitmachen. Danny macht nicht mit. Geht wieder zurück. Jetzt holt er mich. Jetzt muss er fliegen. Das dauert zu lang. Das ist jetzt passend. Danny aus dem Spiel kann ich mitmachen. Jetzt macht Danny. Vladi holt ihn. Ich hole uns ein bisschen mehr Übersicht. Sehr gut. Ist Vladi jetzt offensiver? Nee, Vladi steht bloß hoch. Gut. Mach ihn. Ah. Aber Till mal im Strafraum. Also jetzt müssen es die Zentralen dann schon machen. Ne? Es fehlt ein Stürmer. Ja, das ist jetzt... Ich will jetzt nicht Jütz zu sehr kritisieren, aber du hast das ja angesprochen. Wenn wir jetzt nicht den Anschlusstreffer machen, dann passiert auch nicht mehr viel. Danny muss vor. Ja, zumal ganz klar... Greg, vor! Wenn das Kurzpassspiel nicht zum Erfolg führt, musst du halt mal einen langen Ball spielen. Auch einen Halbhohen oder einen Hohen, den der Trainer halt nicht sehen will. Guck mal, die Viererkette verschiebt nicht. Marc steht viel zu tief. Marc könnte viel weiter vorne stehen und vorne attackieren, wenn Vladi ihn früher rausschickt. Mhm. Aber da hinten wird nicht gesprochen. Es gibt keine Kommandos, wir verschenken die Überzahl Möglichkeiten. Ja. Und gewinnen die Zweikämpfe jetzt nicht und dann spielen die wieder so einen Pass. Guck dir mal an. Die spitzeln den so gefährlich immer rein. Jetzt ist Vladi natürlich auch nicht der Spieler für Kommunikation, ne? Für Kommandos. Na, dann muss das Kommando halt von Daniel kommen. Ja. Das habe ich Daniel auch schon oft gesagt. Ich werde es ihm auch weiterhin sagen. Daniel muss das Spiel viel mehr mit seinen in die Hand nehmen. Kommentaren hinten leiten. Ne? Ja. Vorne steht. Sie stellen aber eben 2-3 Mann vorne rein. Das fehlt bei Caro bis jetzt ganz. Es steht keiner vorne drin. Du weißt, was ich jetzt machen werde? Erzähl. Ich habe ja die Tormusik, die läuft ja schon die ganze Zeit als Dauerschleife, aber leise halt. Ne? Ja. Wo das Tor fällt, will ich laut. Wolltest du laut machen? Ich mache jetzt die Tormusik aus, weil ich erwarte jetzt hier irgendwie gerade nichts. Nee, es fehlt die Torgeilheit. Wir verzichten jetzt mal auf die Tormusik und gehen einfach mal davon aus, vielleicht klappt es nicht. Ja? Genau. Wenn auf dem Spielfeld nichts geändert wird, müssen wir was verändern. Wir müssen was machen. Genau. Jetzt hat er nicht mal geholt. Das erste Mal, dass er sich den Ball. Zug in der Mitte. Und jetzt sind wir mal am Strafraum. Der Pass war perfekt. Ja, der muss kommen. Yeah. Ja! Perfekt. Ich hab die Hupe. Tormusik. Hupe. Nein, ja, Hupe ja. Hupe und Tormusik. Patty macht die Tormusik aus. Okay, weiter geht's. So. Also zur Erklärung, es gibt heute keine Musik mehr. Genau, 1-2, Viertelstunde ungefähr noch zu spielen. Mit Nachspielzeit. Vielleicht kommen wir auf 20 Minuten. Und
Die Zuschauer des Videos haben es natürlich gehört, weil Greg vor. Ne? Paddy hat Greg nach vorne geschickt. Ich denke, man konnte es sehr gut mitkriegen hier auf dem Video. Und dann funktioniert es auch. Und du hast auch keine Anweisung. Ja, es war auch zum ersten Mal das Spiel, was Greg stark macht. Er nimmt dem Gegner den Ball weg, dribbelt sich kurz durch, der Pass kommt und der Pass von Jütz. Wir schwenken mal auf Jütz, ganz kurz. Der Pass von Jütz gerade, ne? Das war ja wirklich Weltklasse. Aber es geht mit Ecke. Jütz! Nein, nicht zu früh loben, nicht zu früh loben. Genau, nicht den Tag vor dem Abend loben. So, er stellt sich hin. Aber nach dem Spiel, da müssen wir mit ihm kommen. Also den Jütz, den will ich auf jeden Fall mal interviewen. Das war ja wirklich super. Genau. Oh, sehr fair vom Gegner. Verzichtet auf die Ecke. Weil in so einer Sicht, naja, war wahrscheinlich keiner. Geht hier nicht runter. Nee. Geht hier nicht auf den Umständen. Du weißt, du hast Beto. Nein. Alkoholfrei. Phil? Ja, schade. Das ist wunderbar. Das ist jetzt Fußball. Jetzt spielen wir Fußball. Jetzt haben wir ein Spiel. Wir haben das Momentum. Wunderbar. Und geh mal durch. Trau dich jetzt. Trau dich. Spiel ihn rein. Und da ist Greg. Schade. Pass in. Jawohl. Kannst du eine Kamera? Ja. Das werden wir hinterher sehen, ob ich das kann. Ja, hier nimmt Marcel jetzt entgegen. Jetzt haben wir ja, aber es, jetzt kämpfen sie mal wieder um den Ball. Jetzt wollen sie mal wieder haben. Lange noch hat es gedauert. Weiter bis ich, Caro. Schön so, weiter. So, jetzt geht Jutz raus, der den klasse Pass gespielt. Genau. Er bringt nochmal Andi. So, und Bodo nochmal als Sturmspitze vorne Jütz rein. Super Pass. Ganz viel Wirbel jetzt, Andreas. Ganz viel Wirbel. Das Ding geht durch. Entschuldigung. Aber es ist auch so, am Schluss, da muss er nochmal den dritten Stürmer bringen. Da muss er hinten einen rausnehmen. Vorne rein, was willst du jetzt hinten zumachen? Wofür? Die Saison ist noch lang. Kurz vor Schluss musst du für den Verteidiger kommen. Kurz vor Schluss musst du nochmal für den Verteidiger kommen. Ja. Vorne reinschmeißen. Da musst du ja nochmal alles riskieren. Noch ein Stürmer dann. Letzten 5-6 Minuten oder so. Also halt dich warm. Das wäre bald. So, ich guck schnell drauf. So. Ja, nochmal kurze Anweisung von hier oben. Also wir sehen, genau. Vielleicht noch einen dritten Stürmer bringen zum Schluss. 33 Minuten gespielt, 78. Minute. Also noch 12 reguläre Minuten. Okay, da musst du nach 5 Minuten oder in 6 Minuten musst du dann sagen, komm, noch ein Stürmer rein. Ja, da müssen wir das Kommando hier oben geben. Genau. Wir sehen also, dass wir hier oben mittendrin statt nur dabei sind. Die Videotrainer. Ja, das ist jetzt Videocoach. So eine Flippe mag ich zum Beispiel nicht, das ist ein Zweikampf. Ne? Aber in unserer Liga wird sowas häufig gemacht. Ja, also jetzt kein persönlicher Vorwurf an Herrn Ott. Bisher einen super Job gemacht, behält die Ruhe. Kleinigkeiten, wenn man es wirklich jetzt perfekt sieht, aber wir sind hier in der Bezirksliga. An der Stelle möchte ich gerne mal hervorheben, dass es ein sehr farbloses Spiel ist. Ne? Wir haben noch keine Karten gesehen. Ja, weil auch keine benötigt werden. Ne? Nein, Karten. Richtig. Ne? Anders als im letzten Spiel, da sind die Karten geflogen für irgendeinen Mist. Ne? Wenn, dann wäre hier was fürs Meckern drin gewesen. Nee, aber ja, ist ja cool genug, der Schiedsrichter, das muss man ja sagen. Bin mal gespannt, ob wir... Guck mal, das ist wieder Greg. Und Greg vorne den Ball. Jawohl. So, jetzt muss jemand mitgehen. Er braucht eine Anspielstation. Ah, Zentrum ist leer. Keiner drin. Jetzt hinten aufrücken. Sie orientieren sich schnell nach vorne. Jetzt wird gekontert. Okay, Tempo raus. Jetzt hinten sortieren. Jetzt ist auch bei Caro wieder die Laufbereitschaft da. Sie sind wieder gallig. Die Bälle sich aber holen nach vorne. Ja, Danny könnte. Genau, du kriegst so den Ball. Mit anderen Augen kriegst du den Ball. Jetzt nicht von ihr. Sauber spielen. Sehr, spielt auch sauber. Jawohl. Sehr gut. Ah, okay, da. Aber hat Danny auch nicht mitgemacht. Danny, nee, da schreit doch keiner Hintermann oder so. Das fehlt. Danny Probleme. Guck mal. Danny hat er Probleme? Danny fässt sich an die Wade. Da ist er. Ich muss ihn jetzt selber erstmal suchen. So, also noch ein paar Minuten und dann haben wir aber hier Offensiv-Schlussphase. Ne? Offensivfeuer. Ich kann noch. Meinst du filmen oder trinken? Kann ich beides.
Sollten wir zu langsam werden, habe ich noch Kaffee. So, jetzt geht der Ball mal raus. Klärt zur Ecke. Also, doof sind sie nicht. Sie spielen echt clever. Ne? Du holst aus so einem Ding noch eine Ecke raus. Ein Böckstoff haben wir noch da, wa? Ja, kannst du gerne haben. Ich halte mich dann zurück. Wirklich? Hm? Wir teilen uns das. Na, ich kann da hier am Stand gehen. Das könnte ich auch. Allerdings muss ich dazu sagen, das Geld, was ich bei habe, gebührt Greg. Achso. So. Jetzt kommt er. Ja, den müsste Andi sichern, den Ball. Aber schade. Weißt du, wenn du den Ball jetzt nicht durchlässt, sondern ihn irgendwie nach vorne bringst, dann wirst du nochmal gefährlich. Es ist noch genug Zeit. Es ist noch genug Zeit. Wir haben nochmal einen Wechsel. Jütz kommt wieder rein. Oh. Wir spielen noch 8 Minuten. Jütz kommt rein und er nimmt Martin Wendelmuth raus. Also wie besprochen, er macht einen Defensiv Schuss. Raus, also, offensiv rein. So wird es jetzt gemacht. Heute Trainer Lob, taktisch. Top. Trainer reagiert aufs Spiel. Müssen wir ihm aber auch sagen, ich finde er geil. Ne? Also großes Lob an Andi. Heute ist er dabei. Das heute Beste ist er einfach dabei. Am Anfang, muss man ja sagen, war nicht einfach. Und während des Spiels die Wechsel, die waren wirklich taktisch sehr, sehr gut. Guck mal, Jütz, wieder so ein klasse Pass. Jütz, komm mal, Till. Jetzt muss er mal reinkommen, jetzt muss er reinkommen. Nicht verzetteln, nicht behaupten, verzetteln. Ball behaupten. Jetzt kommt er rein, ja, jetzt Jütz, kommt er rein, wieder ja. Jütz, wieder Jütz, super. So, jetzt irgendwie in den Rückraum, irgendwie muss er rauskommen, der Ball. Oh, schade. Da hätte man mit cleverer Zweikampfführung auch einen Elfer rausholen können. Und ich glaube, er würde auch Elfer pfeifen, wenn es jetzt... Guck mal, Jütz macht heute einen super Job. Guck mal, super. Jütz gefällt mir heute super. Er hat ins Spiel gefunden jetzt. Er ist dabei. Toller Pass, Danny. Komm, Marc. Körper vor. Der Dreier ist natürlich schwer zu spielen. Ne? Der ist gut. Aber zumindest erstmal den Standard. Noch was wird, dann weiß ich, wen ich abzuklatschen habe. Nee, ich hab das alles. Mach dir keine Sorgen. Ich mach mir so. Alles drin. Na weiter, jetzt komm, nicht so mit. Und jetzt drücken wir aber, ne? Und wir haben noch fast 10 Minuten zu spielen. Was machst du denn da, scharf? Nee, eine Autofokusverriegelung, die ich versuche rauszukriegen. Oh. So, aufgehoben. Alles klar. Alles wieder gut. So, jetzt haben wir da jemand vorne. Der kann schießen. Distanz. Mach dir keine Sorgen. Aber danke für dein Mitgefühl. Ich bin da. Muss er gewinnen? Sehr gewinnt. Guck mal, das ist wirklich gut. Und vor. Vor. Ja, einen Rücken reingestellt, ne? Die Pässe nach vorne wieder, ne? Ja, und das Ball gespielt. Ja! Ball gespielt! Ball! Oh. Aber ein schöner Zweikampf von Vladi, ne? Also ja. In die Beine, aber er geht natürlich immer volles Risiko bei seinen Zweikämpfen. Ja, na klar, aber jetzt, wenn du hier was mitnehmen willst, brauchst du Risiko. Ja. Weil das bringt jetzt wieder hier eine Minute für den Gegner. Und das ist so, das spielt ihn in die Karten, ne? Da müssen wir es immer schön... Greg! Greg vorne! Greg nach vorne! Wir brauchen Greg da nicht noch hinten drin, wir müssen jetzt. Nein, natürlich nicht. Hinten ist genug da. Du brauchst für den Konter Leute vorne. Daniel geht drauf, passiert nichts. Nach vorne! Vor! Und weg. Der Bursche guckt wieder mal. Naja, der ist ein Fuchs. Guck mal, der spielt einen Pass. Oh, und der kommt an. Schön, Tobi! Aber sträflich frei. Ne? Naja, gut, ist Marcel wieder außen, ja? Ne? Nee, Vladi. Jetzt haben wir ja links ein weniger. Ne? Martin Wendelmuth ist raus. Wir riskieren es. Ja, klar. Wir riskieren es. Bei der Dreier, das ist es natürlich, ne? Der schnappt sich den Ball aus dem Nichts, spielt diesen Pass. Ich bin nervös, ich muss trinken. Übernimmst du nach dem Standard? Ich kann die holen. Ah, super, danke. Aber den Konter nimmst du noch mit. Oh, Danny läuft, schade. Ja, Danny hat mit ein bisschen Probleme. Irgendwas ist da. Irgendwas läuft nicht ganz rund. Guck mal, das ist clever, wie die sich verhalten hier im Zweikampf. Das ist schon clever. Jetzt. Gut gemacht, Jütz. Komm, Andi. Sicher den. Danny. Sichern. Und Danny hat Platz. Danny hat Platz. Komm, Greg. Greg, komm. Greg holt den Ball.
Und Greg dribbelt. Greg kann dribbeln. So, jetzt muss mal ein Schuss kommen. Ach, da ist keiner. Da fehlt eine Anspielstation. Pfeift er nicht, pfeift er nicht. Weiter! Jetzt hat er ihn gepfiffen. Okay. Bergstoff, danke. Mach dir keine Sorgen, ich freue mich. Und wir haben die erste Karte im Spiel. Erste Karte gesehen. Gegenspieler von Vladi. Also gegen den Gegner für uns. Jetzt wird es natürlich eng. Jetzt geht es auf die letzten Minuten. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. So. Und Schiedsrichter gibt den Ball frei. Geht weiter, ja. Alle positionieren sich jetzt auch mal vorne, orientieren sich zum gegnerischen Tor. Du musst den Ball dahin spielen, wo er nicht ist. Der so, ist, guck mal, der kriegt da jeden Ball dahin. Aber jetzt musst du natürlich gucken, dass du den Ball auch langsam hochspielst. Ne? Jetzt kannst du mit flachen Bällen kannst du jetzt nicht mehr viel erreichen. Und wir haben nochmal einen Standard. Eckstoß, Caro. Jütz wird ihn schießen. Jütz war mit, als wir Ecken und Freistöße trainiert haben. Also jetzt werden wir sehen. Kommt hoch rein. Schuss von hinten. Ach, der kommt zu hoch. Körper über den Ball. Das war so Dembélé-Standard so ein bisschen. Was sagt denn die Zeit jetzt? Die Zeit sagt noch regulär 2 Minuten. Also wir haben in dieser Hälfte 43 Minuten gespielt. Wir werden noch nachspielen, aber ich gehe davon aus, mehr als 3 Minuten wird es auch nicht geben. Oh, jetzt läuft er durch, jetzt läuft er durch. Jetzt ist Tobi gefragt. Und Tobi, komm. Er gibt Elfmeter? Nein, das war jetzt kein Elfmeter. Nein, niemals. Schade eigentlich, Jetzt haben wir den ersten groben Schnitzer also von Herrn Ott gesehen. Also na klar geht Marcel die ganze Zeit... Versucht er den Gegner zu stören, aber das war kein Foul. Das nein, war kein Foul, nein, war es nicht. Also Wiederholung, auch das war jetzt wirklich nicht. Oh, das ist jetzt wirklich... Ach, Mann. So, aber Tobi hat schon mal eingehalten, ne? Aber wir sind gespannt, wie er den argumentiert. Lassen wir die Kamera laufen, wenn wir ihn fragen, ob er das macht? Nein. Nee, wir also, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Komplikationen. So, aber vielleicht hält Tobi. Und er hält die wieder! Jawohl! Kommt, Jungs! Und jetzt! Sauber, Tobi! Sehr schön! Komm, vor! Ganz groß, Tobi! Das war Wahnsinn von Tobi. Aber der Schiedsrichter hat keine Karte dafür gezeigt, ne? Er hat kein Gelb gegeben. Das ist auch komisch, ne? Wenn er da einen Foul gesehen hat, dann wäre es doch das Verhindern einer klaren Torschance, dann hätte er sogar rot ziehen können. Könnte, ja. Genau. Dann wäre es nämlich die Notbremse gewesen. Also da, aber da müssen wir ihn unbedingt nach dem Spiel mal fragen, was er sich dabei gedacht hat. Und vor! Danny, vor! Vor! Vor, vor! Kann nicht mehr! Muss aber! Ist gleich rum, Till! Rennt nochmal! Nicht verlieren jetzt die Bälle da! Nicht verlieren! Komm, Greg! Und geh! Reguläre Zeit ist rum, rennt vor!
Und nochmal Ecke. Es nach gibt vorne ist gleich Schluss, nach vorne! Danny! Danny trotzdem! Danny trotzdem, komm! Naja, ein Mann brauchst du da, okay. Bleib, nee, das ist jetzt nicht. Egal. Danny hat Schmerzen. Danny tut irgendwas weh. Irgendwas funktioniert da nicht. Aber so. Dann muss Vladi mit vor. Komm, Vladi vor! Vladi vor! Danny steht hinten, geh vor! Ah, Tobi hatte den Kopfball. Lang rein, lang rein! Und hoch, und hoch! Hoch rein! Ja, 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 ja! Oh, noch nicht vorbei, noch nicht vorbei! Oh, nein! Ich glaube, er pfeift jetzt ab. Er guckt auf die Uhr, Schiedsrichter guckt schon auf die Uhr. Herr Ott hat wohl langsam genug gesehen. Gegner holen sich jetzt noch Zeit. Weit nach vorne. Der Ott guckt noch nicht auf die Uhr. Und Caro, vor! Gleich Schluss, vor! Vor! Alles raus jetzt. Jetzt muss man alles nach vorne werfen. Wenn es jetzt nur noch um Sekunden geht, dann gehst du das Risiko. Tobi war auch schön mit vorne, hat sogar noch den Kopfball gekriegt. Ja, ja. Tobi ist sehr robust im Strafraum. Natürlich, also nicht natürlich. Nur im eigenen, sondern auch im gegnerischen. Auch im Training ist es sehr unangenehm, gegen ihn zu spielen. Fußball. Die fehlt vorne, aber stellt sie vorne hin, fehlt die Klasse hinten. Also, Tobi auch super. Ja, wobei, als Feldspieler würde ich ihn jetzt nicht stellen. Aber guck mal jetzt. Ach, schade, schade, schade. Der ist weg. Runternehmen zur Not, das Foul ziehen vielleicht. Ich glaube, der Dreier ist konsequent genug, ihn da so ein bisschen durch ein Hakeln vielleicht zu behindern. Elfmeter in der letzten Sekunde könnte hier einen Punkt noch holen, aber hätte Fahrradkette. Ich denke, er pfeift jetzt ab. Guck mal, er geht schon in die Richtung hier. Oh, es gibt nochmal einen Wechsel. Ja, jetzt holen sie sich die Zeit. Ja, das machen sie natürlich. Klar. Die sind clever, die sind wirklich man clever. Man kann ihnen alles nachsagen, aber nicht, dass sie nicht clever sind. Ja. Also, sie spielen das hier konsequent runter. Caro ist nochmal angekommen. 7 Minuten noch was. Ja, 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 ja. Echt? Ne, aber nicht im Spiel, sondern halt nur Videolaufzeit. Ja, ja. Gewesen sein. Schauen wir uns mal an, wie lange Herr Ott schon nachspielen lässt. Wir sind schon 3 Minuten drüber. Vorsicht, Vorsicht. Ja, da pfeift er nochmal. Ja, das Spiel ist leider rum. Wir sind in der 4. Nachspielminute schon. Das Ding ist hier gleich durch. Die letzten 7 Minuten mit uns. Guck mal, er bleibt liegen, ne? Er bleibt liegen, das ist natürlich richtig clever, ne? Ja, Ott sieht das. Ich meine, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der sich so behandelt hat lassen hier, wie die Profis, weißt du? Ja, ja. Das ist clever, die sind clever, die haben das Spiel verdient gewonnen. Dann ist dünne Beine, dass da was wehtut, kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, aber ein anderer würde dann wieder aufstehen und sagen, es tut weh, aber er bleibt liegen und sagt, ach, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja. So, der Dreier. Na, mal gucken, ob noch was geht. Jetzt gilt es, das Ding hinten zu halten fürs Torverhältnis. Schön festgehalten. So, meinst du, es gibt noch? Und nochmal raus! Nochmal raus! Alles nach vorn! Ja, er geht nochmal durch. Ja, Jütz nochmal. Jetzt, letzter Angriff. Kommt schlecht für Greg. Na, den musst du natürlich clever machen dann, ne? Ja, den musst du. Er hat ja Platz. Den musst du ausspielen. Ah, Schande. Vladi drunter. Überzahlsituation 4 gegen 3. Till kommt dazu. Kein Abseits. Jetzt muss Till rauf. Ah, Till verzeiht. Nein! Oh je, oh je. Nein, das sind dann die Nerven am Ende. Das sind die Nerven. Ja, ja. Ah, der Fehler ging von Vladi aus. Fehlverhalten beim Kopfball. Drunter durchzuspringen. Das war ein klarer Stellungsfehler. Ah, nee, das wird Tobi natürlich jetzt sehr ärgern. Aber klar, er ist mit dem Gedanken auch schon da. Will noch ein Tor schießen und ist nicht mehr ganz im Torwartspiel drin. Das ist ja, zumal machen wir uns nichts vor. Also wir haben tatsächlich, das war in der 5. Nachspielminute, also 95. Minute. Das ist dann ärgerlich. Das ist das zweite Tor in der Nachspielzeit. Und Schluss. Erneut 5. Minute Nachspielzeit.